Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar spielen wir heute Best Month Ever. Und ich freue mich sehr. Ich glaube, es ist ein sehr emotionales Spiel. Ich habe auch Thumbnails von anderen Creators gesehen, dass sie geweint haben. Ich habe das erste Mal seit langem wieder bei Last Day of June geweint. Das habt ihr alle gesehen. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt nicht weinen muss. Aber ich liebe emotionale Games. Und meine süße Community sagt euch wie immer Hallo im Chat. Deswegen kommt gerne vorbei auf www.twitch.tv/ludo-live. Und am 1. Juli werden wir einen 24-Stunden-Stream machen. Deswegen würde es mich auch freuen, wenn du vorbeikommst. Und lass gerne ein Abo da und empfehlt mir weitere Games. Ich würde sagen, wir starten. Ich glaube, dem Game, so wie ich es gelesen habe, geht es um eine Mutter, die quasi mit ihrem Sohn auf einen Roadtrip geht, um ihm so ein bisschen die unschönen Seiten des Lebens zu zeigen. Und es gibt mehrere Enden. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir rein. Ich habe Lust und let's go. Inhaltswarnung. Das ist nie gut. Das Spiel enthält Szenen, Handlungselemente, die von manchen Menschen als verstörend und emotional bedrückend empfunden werden könnten. Es enthält anstößige Sprache, sexuelle Motive und entsprechende Anspielungen. Eine fiktive Darstellung von Rassismus sowie Gewalt gegen verschiedene Personengruppen. Das Spiel enthält Szenen, die das sittliche Empfinden verletzen können. Ausschlussklausel. Das Spiel ist ein fiktives Werk. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen, Orten und Personen, ob lebendig oder verstorben, ist rein zufällig und entspricht nicht den historischen Tatsachen. Okay. Das Spiel ist auf Twitch erlaubt. 69 was a strange year. The year Uncle Sam got his ass kicked. The young told the old, fuck off. The year when people looked at the earth from a new perspective. The year I found out what it means to be a grown-up. I was 8 then. My mom worked during the day and studied at night. She was determined to give us a better future. I learned how to take care of myself because I didn't want to be a burden to her. We didn't know much about each other then. She didn't say much and I didn't ask. But it all changed that summer of 69. Mom found out she didn't have much time left. That's when she told me we'd have to find a new home. She didn't mention it was only for me. Ach Gott, es fängt schon so emotional an. Wait for me in the car. Gonna be long, Mom? So, okay, also es kommt, also wir haben nicht mehr viel Zeit zu leben. Deswegen lass uns mal gucken, was rauskommt. Also, dauert es lange, Mom. Erkläre, was du für ein Ziel hast. Beruhige den Jungen. Ich erkläre mal, was ich für ein Ziel habe. So würde ich es machen. Depends how long it takes to convince Mr. Hutt to pay me. I don't like him. Ich mag Nobody ihn nicht. Does. Das tut niemand. Can I come with you? Kann ich mit dir kommen? No, baby. Gotta do this alone. Nein, Baby, das muss ich allein erledigen. Okay. Also, Mitchs Charakter. Die Entscheidungen im Spiel verändern die Persönlichkeit von Mitch. Die Kombination dieser Eigenschaften entscheidet darüber, was für ein Mensch Mitch als Erwachsener wird. Oh nein, ich will nicht großziehen. Und das in einem Monat? Rechtschaffenheit bestimmt Mitchs Einstellung gegenüber dem Gesetz und der Einhaltung von Regeln. Oh oh, wir können voll den Gangster aus ihm machen. Selbstvertrauen bestimmt Mitchs Sicherheit. Beziehung beschreibt Mitchs Verhalten zu anderen Menschen. Okay, das muss alles hoch. Okay, Baby, Babe. Lass mal Mama machen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier hin, ne? Ist hier noch irgendwas anderes zu durchsuchen für mich? Ich glaube nicht, ne? Oh, da hinten blitzelt doch was, oder? Nee, okay. Okay. Man weiß aber auch nicht, was für eine Krankheit ich habe, ne? Ich würde mein Kind dann nicht so alleine warten lassen mit dem Cabrio offen. Louise? Good to see you, honey bunch. Got your days mixed up? It's my shift today. Okay, verwechseln die Tage, heute ist meine Schicht. Ist es euch lieber, wenn ich den Ton leiser mache und euch vorlese, was sie sagen, oder lest ihr selber?
So, verwechselst du die Tage? Heute ist meine Schicht. Sei direkt, sprich mit der Kellnerin, sprich mit dem alten Mann. Wahrscheinlich muss ich denen jetzt sagen, dass ich krank bin, nicht mehr lang zu leben habe, ne? Okay. Ist da jemand am Fenster? Wo? Da, ne? Selber lesen. Okay, es ist schwierig zu sagen. Ihr seid so faul. Vorlesen. Okay. So, sprich mit der Kellnerin, sprich mit dem alten Mann. Wir machen es so, dass ich quasi euch immer kurz sage, was gesagt worden ist und dann die Entscheidungen treffe für die, die zuhören und Englisch können und dann wissen die, die es nicht können, was passiert ist. Ich sag mal, sprich mit dem alten Mann. Ich spreche mal mit der Kellnerin. I came to say goodbye, Betty. Oh Gott. What? You're leaving? Okay, ich habe sie gesagt, ich sage ihr Tschüss und sie sagt, was du gehst. Ich erkläre meine Entscheidung, vielleicht sagen wir jetzt auch, warum wir krank sind. I want to spend more time with my kid. Okay, ich möchte mehr Zeit mit meinem Kind verbringen. Ist etwas passiert? I just feel like I don't even know who he is. Okay. Ich denke nur, dass ich nicht weiß, wie man in der Dose mit einem Mädchenmagazin. Es wird eine Weile dauern, Süße. Ich habe keine Zeit mehr. Du weißt, dass man sich nicht mit Mr. Hutt anlegen sollte, wenn er liest, aber du kannst es versuchen. Okay, was ist euch jetzt lieber? Passt es so, wenn ich es euch vorlese? So, okay, ich spreche mal mit ihm. Mom möchte Alvin sehr. Der Krieg hatte ihn etwas mitgenommen und er endete wie die meisten Veteranen in einer Spelunke. Du verlässt uns also, Schatz? Wie hast du das erraten? Ich sehe es in deinen Augen, du bist schon nicht mehr da. Ich werde dich vermissen, alter Knabe. Ich werde dich auch vermissen. Aber ich sag niemand, warum ich gehe, ne? Danke. Okay, also ich lese jetzt ihr Faulis, ne? Stört mich beides nicht. Okay, ich lese jetzt. Kannst du mir aushelfen, Betty? Klar, was ist los? Der Chef schuldet mir $85. Überstunden? Ja, kannst du es aus der Kasse nehmen? Du weißt, dass ich das nicht tun kann. Bestehe drauf, gib nach. Ich gebe mal nach, ich frage ihn dann selber. Geht klar, dann warte ich, bis er aus der Dose raus ist. Mom wartete nie auf etwas. Ach, das sagt der Erwachsene mit, spricht es. Okay, interessant. Heißt das etwa, ich muss jetzt klauen? Ich muss jetzt echt warten, bis der da drin sich jetzt fertig eingefäppt hat. Sehe ich das richtig? Wir warten hier jetzt, bis der da fertig gefäppt hat. Das ist ja krass. Aber mich wundert's, dass wir niemanden sagen, was wir haben. Also, ist doch das Erste, dass du sagst, hey, ich gehe nicht, weil ich es irgendwie schlecht finde, sondern ich gehe, weil ich halt todkrank bin, oder? Würde ich mal behaupten. Ah, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier warten müssen, Leute. Oh, jetzt geht's. Okay, ich musste tatsächlich warten. Klopfen. So. Besetzt, sagt Kat. Siehst du das nicht? Ich kann es sehen, hören und riechen. Eklig. Okay, da gibt's auch noch was. Sprechen. Wyatt und Billy, die Biker. Wenn sie nicht gerade auf der Straße sind, sitzen sie hier, saufen, machen sich an Kellnerinnen ran. Ich wollte wie sie sein. Das spricht jetzt der erwachsene Mitch, also der junge Erwachsene. Hi, Luis. Habe ich das richtig gehört? Du kündigst? Ja. Was hast du als nächstes vor? Sag die Wahrheit. Ich muss mich um meine Angelegenheiten kümmern. Klingt ernst. Wegen deinem Sohn? Ernster. Ich muss ein Zuhause für meinen Sohn finden. Das klingt echt heftig. Viel Glück, Lou. Dankeschön. Aber keiner fragt mich, warum erzähle ich es denn niemandem? Langweilig. Kann ich jetzt hupen? Ah, ich kann das Radio durchschalten. Okay. Wir müssen aufpassen, dass aus dem Kleinen was wird, ne? Benutzen. Kommt ja gar keine Musik, oder? Volume. Ich höre trotzdem immer nicht. Aus dem Auto steigen. Deswegen würde ich mein Kind und vor allem das, da einfach hinten die Sachen so reingeschmissen und das, der Kofferraum ist auch noch offen. Oh mein Gott. Okay, kann ich jetzt schauen? Oh, ich muss jetzt aber wahrscheinlich aufpassen, was ich mache als Kid. An Moms Boss hat, kann ich mich kaum noch erinnern, aber sein rotes Auto sehe ich noch vor mir. Ah, an seinen Hut. Da ist er doch. Der Fepper. Oh, der hat was fallen lassen. Warte mal, kann ich mir das nehmen?
Kann ich es ihm geben? Nein! Ich will es ihm geben. Ich bin mal ein nettes Kind. Hello, Mitch. Hallo, Mitch. Gib das Geld zurück. Also hier fängt es schon an, wenn wir das Geld behalten. Struggling, wir geben es zurück. Du hast $5 verloren. Oh, danke. Du bist ein guter Junge. Pass auf deine Mutter auf. Sie braucht dich. Warum? Sie sieht aus, als hätte sie einen Mordspaß. Oh Gott. Du kannst mich beim Wort nehmen. Oh, hätte ich fast vergessen. Ich habe etwas für dich. Ist es okay, wenn ich es vorlese? Wirklich? Oh, gib mir ein Feuerzeug. Oh. Yes. Weil wir jetzt ihm das Geld gegeben haben, hat er uns was gegeben. Wir sind ein netter Junge. Iwo Jima? Um der alten Zeiten willen. Ich hoffe, das kannst du auf deiner Reise gebrauchen. Definitiv. So cool, danke. Okay, cool. Mitch Entscheidungen. Alle Bedeutungen, Entscheidungen, die Mitch in seinem Dialog trifft, prägen auch seine Persönlichkeit. Okay. Geh und such deine Mutter. Okay. Die ist wahrscheinlich hier irgendwo und schwätzt gerade mit den Leuten. Durch das Fenster schauen. So. Anstatt einfach reinzugehen, machen wir es einfach komplizierter. So, das ist unsere Mama. Da ist der Mitch. Was zum Teufel machst du noch hier? Du arbeitest hier nicht mehr. Boah, der Chef. Erwähne deinen ausstehenden Lohn. Verlange den fälligen Lohn. Ich erwähne nicht, ich verlange ihn. Ich bin wegen meines Geldes hier. Was für ein verfucktes Geld. Du hast gekündigt. Du schuldest mir was für die letzten beiden Wochen. Ich schulde dir was? Okay, dann unterhalten wir uns mal drüber. Komm in mein Büro. Oh nein, ich bitte mach keine ekelhaften Deals jetzt und sag, ich muss dafür irgendwas Widerliches tun. Bitte, Mami, mach keinen Scheiß. Ah, mit dem würde ich nirgendwo hingehen. Willkommen in Harts Königsreich, Schätzchen. Nein, Mami! Mami, geh nicht! Mitch ist der Sohn, genau, und Hart ist der Boss. Bitteschön. Worüber haben wir gerade gesprochen? Richtig, du schuldest mir $150, Schätzchen. Was? Zeig dich überrascht, weigere dich. Zeig dich überrascht, weigere dich. Warum soll ich ihm... Ich bin mal überrascht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Bin ich jetzt überrascht oder weigere ich mich? Ich weiß nicht, womit ich besser ankomme. Achso, ich hab's andersrum gesagt. Sorry, Hart ist der Chef. Bin mal überrascht. Wovon redest du da? So viel hat mich deine Kündigung gekostet. Das interessiert mich nicht. Ich will meine 85 Kröten. So ist es richtig, Schätzchen. Ich habe keine Zeit. Ich brauche dieses Geld. Was hältst du davon, wenn du auf deine 85 noch 65 drauflege? Hättest du dann Zeit? Nein. Oh mein Gott, nein. Das Kind hört zu. Das heißt, alles, was ich jetzt sage, wird das Kind, habt ihr gerade gesehen, negativ auffassen. Das heißt, er hat was Schlimmes gemacht. Und was Unrechtes, deswegen das Kind hat es gesehen. Geht es genauer? Der will jetzt dafür Snoo-Snoo. Geht es genauer? Geht es genauer? Vielleicht habe ich etwas Zeit, aber wofür? Weißt du, wie einsam Mr. Hutt hier drin ist? Provoziere sie, konfrontiere ihn, gib ihm den Laufpass. Provoziere sie, konfrontiere ihn? Was denn provoziere sie? Gib ihm den Laufpass. Mein Sohn darf das nicht mitbekommen, dass Frauen käuflich sind, so in dem Sinne jetzt hier. Ich lasse mich ja total unterbuttern. Gib ihm den Laufpass. Tut mir leid, aber für einen Blowjob musst du 1000 hinblättern. Du bekommst keinen Cent, du arrogantes Arschloch. Oh, ich kenne Menschen wie dich. Du spielst unnahbare, aber in Wirklichkeit, du legst dich für jeden flach überall. Oh Gott. Da wollte ich nur, dass meine Mom da rauskommt. Und dann scheißt du diesen kleinen Bastard in die Welt, den niemand haben will. Deine Entscheidung, aber du schuldest mir trotzdem $150. Beleidige ihn, lass dich nicht provozieren. Jetzt weiß ich, was die meinten mit, ob wir einen Filter drauf haben wollen. Lass dich nicht provozieren. Bist du fertig? Dann reich mir mal bitte meinen Lohn. Letzte Chance. $250.
Ja, ich glaube tatsächlich, Leute, das sind einfach normale Gespräche für Menschen in Scheißsituationen. Letzte Chance. Kalte Rache, heiße Rache. Ist die Frage, was, wieso, kalte Rache oder heiße Rache? Was ist denn besser? Ich finde, kalt hat etwas Kühles, Distanziertes, was ich gut finde. Ich finde, heiß ist mir schon zu kalt. 2,50. Ich sagte doch, dass wir uns einigen. Okay. Puh, schwieriges Spiel. Nein! 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 Schau genau hin, Schätzchen. Nein! Warum mache ich das? So sieht ein echter Mann aus. Andererseits bist du nicht so schlecht. Ich wusste, es würde dir gefallen. Was? Dann komm mal her, Schätzchen. Nein! Nein! Ich habe eine bessere Idee. Spielen wir in die Kleidung des Trottels. Ach gut, ich dachte schon. Du Piep. Oh mein Gott. Okay, gut. Oh Gott, Gott, Gott. Ich dachte gerade, sorry, ich war gerade ein bisschen emotional. Ich dachte, wir haben schon was Falsches gemacht. Oh mein Gott. Sehr gut. Go, Girl! Also schlagen hätte sie nicht müssen, aber go, Girl. Sehr gut. So. Mami hat... Wie ist es gelaufen? Puh, bin ich gerade erschrocken, ey. Scheiße. Huch. Was machst du da, Luis? Nimm 85, räum die Kasse leer. Ich nehme mein Geld. Ich räume es nicht leer. Meine Überstunden einlösen. Dafür bringt mich Mr. Hutt um. Dafür behalte das Geld. Gib Betty $10. Leg das Geld zurück. Ich habe ihn jetzt ja schon viel abgezogen, ne? Ich lege das Geld zurück. Dann kriegt sie keinen Ärger und ich habe ja jetzt schon $250 für nichts bekommen. Aber die Community will, dass ich es behalte. Aber sie kriegt halt dann Ärger, ne? Wegen uns. Und ich will nicht, dass mein Sohn das alles mitkriegt. Ich weiß es nicht. Was soll ich tun? Ich behalte es. Okay, ich behalte es. Ich brauche diese Kohle. Oh je. Du verdammtes... Ich prügel dir die Scheiße aus dir raus. Ach du, meine Güte. Um Gottes Willen. Holy moly, was ist denn das für ein Spiel? Was soll denn das? Verpiss dich aus meiner Bude. Hey, White. Bilde ich mir das nur ein? Oder bettelt der Fettwanz darum? Nö, Billy, das bildest du dir nicht nur ein. Weiter so, Luis. Danke. Uff. Okay, das Spiel hat gerade erst angefangen und ich bin jetzt schon geschockt. Uiuiui. Ui. Okay. Mitch! Mom! Stimmt was nicht? Stimmt das, was Mr. Hutt gesagt hat? Dass mich niemand will? Gehen wir deshalb weg? Och nein. Was? Nein, mein Schatz. Hutt ist ein böser Mann und redet Unsinn. Aber sein Karma hat ihn eben eingeholt. Was ist Karma? Mein Cutter. Das erzähle ich dir später. Woher hast du das Feuerzeug? Das ist Iwo Jima. Habe es von Alvin bekommen. Kann ich es mir ausleihen? Oh mein Gott, sag bitte nicht, dass ich die Bude jetzt anzünde. Warte im Auto auf mich, okay? Bitte sage nicht, dass die Mutter jetzt... Ich zünde das Auto an. Ich möchte das Auto nicht anzünden. Ich kann doch nicht von meinem Kind das Auto anzünden, verdammt. Wie soll denn... Das wird... Hier, 59% Rechtschaffenheit, Vertrauen hat es 57%, Beziehung ist 45%. Ich kann doch nicht das Auto jetzt anzünden. Ach komm. YOLO. Let's go. Das hätte ich nicht machen können, hätte ich das Geld behalten, dann hätten wir das Feuerzeug nicht bekommen. Oh mein Gott, sogar den Tank. Oh mein Gott. Mitch, ich verspreche dir. Das wird der beste Monat aller Zeiten. Voll die Rampensau. Oh mein Gott, ey, was spielen wir da? Let it burn. 1961, wir gehen zurück. Voll der Abgang, ey. Die Mutter ist voll die Rampensau. Geil. Apologize
Entschuldige dich sofort bei Grandpa, Ilya, Luis. Du hast ihn halb zu Tode erschreckt. Gut, ich hoffe, er verreckt. Oh mein Gott. Provoziere, schlag zurück, geh weg. Wahrscheinlich habe ich gesagt, dass ich schwanger bin. Provoziere sie. Ich gehe. Ohne Worte. Kein Wunder, dass Dad vor dir weggelaufen ist. Boah, der hat gesessen. Holy. Du wirst mich nie wiedersehen. Eines Tages wirst du mich anflehen, dass ich dich zurücknehme. Das ist wahrscheinlich die Mutter. Boah. When you tried your best, but you don't succeed. 1969. Oh, jetzt lebt. Oh, gehe ich jetzt zurück zu meiner Mutter? Oder ist es jetzt unser Heim? Ach so, unsere Mutter ist jetzt tot. Meine Mom erzählte mir später, dass es die dümmste Idee ihres Lebens war, nach Hause zurückzukommen. Das Haus ist so riesig. Worauf warten wir noch? Okay, es heißt, jetzt kann ich das Haus meiner Mutter übernehmen. Da will ich meinen Sohn hinbringen. Ach Gottchen. Okay. Okay, Son. Klopfen. Ach so, die ist doch noch am Leben. Hi, bist du Butch? Und wer bist du? Die Polizei? Okay, da wohnt jetzt irgendein Junge drin. Familie, provoziere sie. Familie. Luis, ich bin deine Tante. Ich kenne dich nicht. Ist deine Mama da? Ach so, da ist jetzt die Schwester, lebt jetzt drin. Mom, da ist irgendeine Tante. Ist wahrscheinlich meine Schwester jetzt eingezogen, oder? Luis? Vorsichtige Begrüßung, freudige Begrüßung. Mach mal vorsichtig, oder? Freudige. Kathy, ich habe euch so vermisst. Entschuldige, Louis, ich habe schmutzige Hände. Klar, tut mir leid, dass ich so reinplatze. Und wer ist das? Mein Sohn Mitch. Es wird Zeit, dass er seine Familie kennenlernt. Begrüße deine Tante und deinen Cousin. Hallo, Tantchen. Ein Cousin? Du lügst. Warum? Weil er farbig ist. Antworte sarkastisch, antworte vernünftig. Was ist der Unterschied? Das weißt du nicht? Menschenskind, Mom, das ist unsere Familie? Hereinspaziert. Holy. Ich hoffe, ich habe draußen nichts vergessen. Das Öl sieht so aus, als hätte ich es nehmen können. Auf der Durchreise? Fragt mich meine Schwester. Sag die Wahrheit. Nein, ich möchte eine Weile bleiben. Wir haben leider schon Gäste. Ich habe kein Zimmer für euch. Kathy? Wer ist da? Oh Gott, das ist die Mutter. Irgendeine Louise, Oma. Oh Gott, das ist die Mutter. Oh Gott. Oh no. Die Reunion. Louise? Ich wusste, du würdest mit eingekniffenem Schwanz zurückkommen. Mitch, das ist Granny, das ist deine Oma. Hallo, Oma. Wo ist dein Vater? Hat er dich verlassen, du armes Kind? Das liegt in der Familie. Louise will bei uns bleiben, sagt die Schwester. Aber jetzt ist nicht die beste Zeit dafür, oder? Die Mutter sagt, es hätte nicht besser laufen können. Aber vielleicht sollten wir das erst entscheiden, wenn Grandpa von seinem Spaziergang zurückkehrt. Ganz wie du willst. Wie heißt du nochmal, Kleiner? Das ist Mitch, Oma. Nenn mich nicht Oma, sag Margaret, wenn es schon sein muss. Verstanden? Boah. Darf ich das auch sagen? Jungs, geht zum Spielen raus. Wie in alten Zeiten. Mom backt mit ihren Töchtern einen Kuchen. Du hast gelernt, wie man einen Kuchen backt. Nein, aber ich kann dir zeigen, wo das Mehl ist. Boah, sind die alle ätzend, ey. Oh nein, sei kein Arsch zu dem Kleinen. Schaffst du das? Oh Gott, das Kind ist so ätzend. Ich weiß es jetzt schon. Du bist dran. Oh nein, benutzen. Ich schaff's nicht. Wieder noch viel kleiner. Bitte sei kein Arsch.
Mein Dad war bei den Marines, weißt du, was er über die Schwarzen sagte? Ich will es gar nicht hören. Ich kann es kaum erwarten, das zu hören, sagt Mitch. Er sagte, die Schwarzen sind stark und dumm. Du bist allerdings nicht einmal stark. Oh, dieses Spiel macht mich fertig. Schubse Butch, beleidige Butch. Ich finde eigentlich beides nicht korrekt, weil wir sollten über diesen Arsch stehen. Beleidigen oder schubsen? Ist beides nicht geil. Ich beleidige ihn mal. Schubsen ist so körperlich. Hat er dir auch gesagt, dass du wie ein Fettarsch aussiehst? Oh Mann, du Schwein. Hau ab, sonst mache ich dich fertig. Ich wette, dass du nicht mal werfen kannst. Los, mach schon. Oh Gott. Yes, ich habe getroffen. Triffst du die gleiche Stelle wie ich? Wir sind voll das süße Kleine. Oh, wir können jetzt auf das Öl schießen. Ah, das explodiert dann nicht. Oder hier oben. Benutzen, benutzen. Was, auf was soll ich denn schießen? Schieß mal auf die Öldings hier. Wir zielen auf die Ölkanne. Kinderspiel. Ich fange an. Hört man eigentlich auch so ein bisschen deren Stimme, dass man hört, dass es eine andere Stimme ist? Das wäre super. Ach, da oben war ein Ball, da hätte ich drauf schießen sollen, verdammt. Bam. Puff. Bullseye. Glückstreffer. Verschwinde! Oh, jetzt hat er die Scheibe eingeschlagen, ne? Oh, verdammt. Das wird ja gar nicht auffallen, ne? Oh mein Gott. Wer war das wohl? Butch, Mitch. Butch, Mitch. Where the hell are you? Wo zum Teufel steckt ihr? Don't tell her, sag ihr nicht, dass ich es war. Weigere dich, stimme zu, verhandle. Ich verhandle mal. Oder ich bin mal nett. Ich weiß nicht, ich glaube, weigere dich ist blöd, stimme zu oder verhandle. Bin mir nicht sicher, was ich machen soll. Verhandeln. Ich würde einfach mal nett sein nur, oder? Ach, verhandeln. Was habe ich davon? Ich gebe dir mein Sandwich vom Abendbrot. Ich will dein Sandwich nicht. Was willst du dann? Du sagst etwas, das du nicht sagen willst. Du gibst mir etwas, das du liebst. Ich sag eher, du sagst etwas, das du nicht sagen willst. Wenn er mir das geben will, dann ist es schon zu krasser Handel. Du sagst etwas, was du nicht sagen willst. Beim Abendessen sagst du, dass du schwarze Brüder liebst. Wie ist es damit? Ganz einfach, du sagst laut und deutlich, ich liebe schwarze Brüder. Süß. Also, einverstanden. Abgemacht. Oh. Oh, oh. Komm raus! Richtig süß. Jetzt machen wir quasi das, was er schlecht gemacht hat, wieder gut. Wer hat das Fenster eingeworfen? Was ist los? Los, raus mit der Sprache. Mitch oder Butch? Katie. Ich frag mal Mitch, oder? Los, raus mit der Sprache, Mitch. Und ich frag ihn. Butch war's. Ab in dein Zimmer bis zum Abendessen. Will ich keinen Mucks mehr hören. Grandpa will dich bestrafen, wenn er zurückkommt. Oh, verdammt. Luke, können wir kurz zu uns unterhalten? Oh, wie blöd. Ich dachte, die befragt uns jetzt. Luis, Mitch soll die Schuld auf sich nehmen. Was, bist du irre? Du weißt, wie brutal Grandpa mit Kindern werden kann. Ich lasse mir etwas einfallen, damit du eine Weile bei uns bleiben kannst. Holy shit. Die will jetzt, dass wir, die Schwester von uns will, dass wir unser Kind überreden, dass er das mit der Scheibe war, weil sonst der andere verprügelt wird. Uff. Stimme zu, weigere. Ich will doch nicht, dass mein Kind dafür verprügelt wird. Weigere mich. Wie brutal Grandpa mit Kindern werden kann. Ich lasse ihm etwas einfallen. Also ist der Deal, dass mein Kind es auf sich nimmt, wahrscheinlich beleidigt wird. Ich, nee. Nein, warum sollte mein Sohn die Schuld für was auf sich nehmen, was er nicht getan hat? Das verstehst du nicht. Als Rick starb, wurde Butch... Ich weiß auch nicht. Ach, ihr Mann ist gestorben. Er vermisst seinen Vater so sehr. Es ist nicht seine Schuld. Bitte.
Stimme zu, weigere dich. Ah, das muss doch mein Kind entscheiden. Das kann doch nicht... Oh, es sind so schwierige Entscheidungen. Weigern. Nein, Katie, wenn du Grandpa sagst, dass es ein Unfall war, versteht er es vielleicht. Du hast dich kein bisschen verändert. Ich hoffe, dass dich Grandpa noch vor Einbruch der Dunkelheit hinauswirft. Boah. Lou, kannst du mir oben etwas helfen? Wie nett sie mit ihrer anderen Tochter spricht, ne? Lass dich nicht ausnutzen. Ich habe alles durch das Fenster gesehen. Was hast du gesehen? Butch hat einen Stein durch das Fenster geworfen. Wir wissen es, er hat es schon zugegeben. Aber Grandpa weiß es noch nicht. Wir sagen es ihm, wenn er zurückkommt. Vielleicht, aber Katie wird alles tun, um Butch da rauszuhalten. Aber du kannst die Wahrheit erzählen. Ich weiß nicht, ich will nur, dass wir klarkommen. Die haben alle so Angst vor den Opa. Geh zu deinem Jungen. Er spielt in Butchs Zimmer. Aber was ich mich frage, ich habe doch meiner Mutter vorhin gesagt, ich verstehe, dass Dad weggelaufen ist. Ist er doch wieder zurückgekommen oder wie sehe ich das? Naja, dann lass uns mal rausgehen. Hat die Frage, ich weiß nicht, ob jemand das Spiel kennt, gibt es hier Dinge, die ich finden kann, die irgendwie wichtig sind? Katies Zimmer? Oh, ich gehe mal in Katies Zimmer. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Step it. Da schnüffeln wir jetzt mal rum. Schauen. Die Tante hatte da einen Schrein für ihren Mann. Er starb in Vietnam. Oh. Und wurde zum Helden des Hauses. Ach so, okay. Aber er war ein Rassist. Okay. Schauen. Das Haus war schrecklich. Sie hatten nur ihre Erinnerungen. Das ist ein Foto von Grandpas Familie, kurz nachdem sie aus Polen in die USA gekommen war. Sie wurden amerikanischer als die Amerikaner. Oh Mann. Voll süß, dass er das erzählt, als Erwachsener. Da hing ein Gewehr an der Wand. Immer geladen, falls mal ein Kommunist an der Haustür klingelt. Danke für die ganzen Subs, die lese ich nachher, voll süßen. Oh, Tales. Mom erzählte mir, dass Tante Katie ihr nachts Märchen vorlas. Das hatte ihre Mutter nie getan. Und meine auch nicht. Oh, wir müssen uns echt um unseren Sohn kümmern. Grandpa kommt gleich. Oh Gott. Geh nach oben, ruf die Jungs. Sie sollen zum Abendessen kommen. Gut. Oh je, ich würde gerne das Haus noch... Nein, ich würde das Haus noch gerne ein bisschen weiter durchforsten hier. Oh, Grandpa's coming. He's coming. Das Spiel geil. Gefällt mir sehr gut. Sehr cooles Spiel. So, gehen wir mal zu den Kiddos. Aus. Zoom. Bam, bam, bam. Butch, Mom's calling you. Butch, Mom ruft nach dir. Sie nahm eine Tüte mit Chips heraus. Oh, wie gemein, nur weil er dann rennt, ey. Oh Gott. Schauen. So habe ich diesen Raum nicht in Erinnerung. Achso, das... Mom, schau dir die tollen Spielsachen an, die Butch hat. Er spielt wohl immer nur Krieg. Jungs spielen immer Krieg. Richtig. Und dann stirbt man im Krieg. Wie Butch sein Dad? Ja. Wie mein Vater? Nein, Schatz. Als dein Dad verschwand, war kein Krieg. Wird man ihn jemals finden? Butch hat ein paar coole Poster, schau. Habe ich dem erzählt, dass der Vater tot ist, obwohl er gar nicht tot ist? Das ist nicht ihr Vater, sondern ihr Großvater, also der Mann der Mutter. Genau das meine ich. Ist nicht wiedergekommen. Ach so, der Mann der Mutter. Ah, okay. Verstehe.
Ja, schöne Poster. Blast Girls. Hier, alles Krieg, 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 Krieg. Oh, was ist das? Meine alte Tapete, oder? Das bin ich, als ich klein war. Mit meiner Schwester in einem Zimmer. 1951. Uff. 6 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Du glaubst doch keiner verlogenen Achtjährigen, oder? Und wenn sie nicht lügt? Sie will nur Aufmerksamkeit. Mein Vater würde solch eine Schande niemals erlauben. Uff. Wie oft muss ich noch hören, dass dein Vater nicht erlauben würde? Leon ist der Vater. Wir leben in seinem Haus. Genau das ist unser Problem, sagt der Vater von ihr. Vater und Mutter streiten. Klar, mach weiter, lass dich fertig machen, damit die ganze Welt sieht, wie tief diese Familie gesunken ist. Ich will nicht, dass sie streiten. Du hättest nicht über Vater Judah lügen sollen. Das war keine Lüge. Eines Tages wird uns Daddy wegen deiner Lügen verlassen oder Grandpa wirft ihn raus. Ah. Warum ist Butcher so nervös? Es ist nur ein Fenster. Ah, okay, ich verstehe. Das heißt, unser Vater hat uns damals auch verlassen, weil die sich nur gestritten haben. Und der Vater, der Grandma, hat ihn rausgehauen. Warum ist Butcher so nervös? Warne vor dieser Familie, schlage vor, die Schuld auf sich zu nehmen. Ich warne ihn mal, oder? Ich bin ehrlich zu meinem Kind. Du hast recht. Aber lass dich nicht überreden, dass du die Schuld auf dich nimmst. Ach, Mom, ich bin kein Schwachkopf. Hm, und wie gefällt es dir hier? Willst du länger bleiben? Willst du? Ja. Ich möchte dort sein, wo du bist. Oh, süß. War das jetzt richtig? Louis, Grandpa ist wieder da. Zeit für einen Appell. Los. Oh Gott, hätte ich das jetzt machen sollen? Ja, komm, jetzt triffst du deinen Urgroßvater. Ich sah, wie das Haus sich veränderte und nicht zum Besseren. Es war viel schlimmer als die Krankheit, die sie von innen zerfraß. Ich hatte Angst davor, was passieren würde, wenn sie dort bleiben wollte, und ich wollte fortgehen. Aber es warteten noch mehr Verlockungen. Hat er mit der erwachsenen Mitch gesagt. Oh je, da ist er ja. Das ist der Vater von der Oma. You see me, that's a little light. Es reicht! Genug mit diesem Lärm! Jetzt übst du schon seit 2 Jahren und kannst immer noch keinen Ton halten! Das denkt sich meine Community von mir auch, wenn ich singe. Da wurde mir klar, warum ich die Verantwortung für das zerbrochene Fenster hätte übernehmen sollen und dass wir von dort verschwinden mussten. Grandpa, kann Mitch spielen? Louis? Mitch? Der Kleine kann ein Horn spielen? Mitch, der Kleine kann antworte selbstbewusst. Antworte freundlich. Ich antworte mal freundlich, oder? Oder selbstbewusst? Boah, schwierig, ey. Das sind alles so Entscheidungen, die hier oben alles beeinflussen. Wir haben schon Beziehung ist gut, Vertrauen. Ich bin mal freundlich. Ich kann es versuchen. Vielleicht sollten wir mit dem Abendessen anfangen. Nein, nein. Er soll zeigen, was er kann. Schlimmer kann es ja nicht werden, oder? Jetzt muss ich das gleiche Ding pusten wie der. Let's go! Oh ja! Süß! Oh Gott, du bist groß geworden, Vater. Ist dieser begabte Bursche dein Sohn? Das ist mein Vater, oder? Entschuldige dich bei Vater Judah sofort für deine Lügen. Aber es ist alles wahr, Mom. Muss das wirklich so laufen? Ah, nee, es ist ein anderer. Wenn du dich nicht darum kümmern kannst, dann mache ich das.
Nicht nötig. Kinder denken sich manchmal Sachen aus. Ach so, das ist jemand anders. Und gewähre uns ein Leben in dieser Wahrheit zu deiner Ehre. Vater Judah. Grandpa sagt Amen. Ich glaube, es ist ein Priester. Was sollst du mir vorhin sagen, Katie? Die Jungs haben gespielt und dabei ist ein Fenster zu Bruch gegangen. Es ist von selbst zerbrochen, sagt der Opa. Ich meine, Louise, weißt du vielleicht, welcher der Jungen das Fenster eingeworfen hat? Oh Gott, fragen die mich, Mitch oder Butch? Oh Gott, ich sag jetzt Butch. Ich kann meinen Sohn jetzt nicht, nachdem ich gesagt habe, nimm die Lüge auf dich. Butch. Es war Butch. Nicht ganz, sie haben es beide eingeworfen. Aber Butch hat den Stein geworfen. Das ergibt keinen Sinn, so etwas hat er noch nie getan. Willst du denn nichts dazu sagen, Mom? Du hast alles gesehen. Ich habe nur gehört, dass Mitch Wirf gesagt hat. Haha, welch ein Irrenhaus. Tausch einfach das Glas aus. Hier zieht es ganz schön. Gut, er ist ja voll tiefenentspannt. Essen wir, es wird kalt. Guck, wie tiefenentspannt er ist. Viel Spaß, war ja gar kein... Das ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, Grandpa, aber können wir uns unterhalten? Jetzt ist der beste Zeitpunkt. Dann komme ich zur Sache. Ich und mein Sohn, können wir eine Weile hier bleiben? Kann er lesen? Er heißt Mitch und ja, er kann lesen. Nimm die heilige Schrift, sie liegt auf dem Tisch. Aber ich soll doch lesen. Mitch ist unser Gast, mein Schatz. Ey, der Opa ist ja voll entspannt. Warum denn dann so ein Druck? Warum ist der Priester hier dabei? What's going on? Ist es der Mann von... Nee. Jetzt setz dich auf deinen Hocker, damit wir dich alle sehen können. Ist es vielleicht der neue Mann von der Schwester? Grandpa? Leise. Okay, ich mach das jetzt. Ich bin... Lukas 15.11. So sei freundlich und lies es laut vor, Junge. Father. Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und nicht lange danach sammelt der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hat, kam eine große Hungersnot über jenes Land. Es reicht. Weißt du, um was es dabei geht, Junge? Über den verlorenen Sohn? Darüber, dass die Familie das Wichtigste ist. Setz dich. Louise, es freut mich, dass du deinen Weg nach Hause gefunden hast. Ich auch. Nur ich war nicht glücklich, sagt der erwachsene Mitch. Willkommen zu Hause, mein kleines Mädchen. Mom, kann ich einen schwarzen Cousin haben? Ich bin noch nicht fertig. Es war Gottes Wille, dass Lou zu uns zurückkehrt. Habe ich recht, Lou? Ich schätze, das war so. Es ist auch sein Wille, dass wir diesen Moment mit unserem guten Familienfreund teilen. Das Gleiche, der bereits seit 30 Jahren bei uns ist, dem du ein furchtbares Unrecht angetan hast. Weil ich dem Vater irgendwas erzählt habe, ne? Was spielst du, Louise? Haus, der Priester. Kann ich mit dir spielen? Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht, pack dieses Klischee nicht aus. Er frisst irgendeine Pille. Leckere Süßigkeiten, willst du welche? Oh nein. Oh nein, I don't wanna do it. Ah ja, ich glaube, ich weiß es schon. Vertrau ihm nicht. Oh nein. Ich vertraue ihm nicht. Nein, weil du sie schon gegessen hast, Vater. Wenn wir alleine sind, darfst du mich Onkel Judd nennen. Ich habe noch mehr in meiner Tasche, aber ich brauche deine Hilfe. Nein. Kannst du mir aushelfen, sie herauszuholen? Oh mein Gott!
Louise, entschuldige dich bei Vater Judah für deine Lüge. Gib zu, dass du das alles ausgedacht hast und kehre zu deiner Familie zurück. Deswegen bin ich damals gegangen. Holy shit, und der ist immer noch da. Wie kann ich denn als Mutter zurück nach Hause gehen zu einem Typen, der mich missbraucht hat und mein Kind dort mitnehmen und dort lassen? Dann ist doch klar, dass der mein Kind auch missbraucht. Was ist denn das für ein komischer Move? Entschuldige dich bei der ganzen Familie, damit Mitch hier bleiben kann. Entschuldige dich dafür, was dir Vater Judah angetan hat. Entschuldige, was dir... Aber nein, wieso bin ich denn überhaupt hier? Mein Sohn ist hier überhaupt nicht gut aufgehoben. Also, die glauben mir halt nicht. Die glauben, ich habe gelogen. Und deswegen ist mein Vater auch abgehauen, weil mein Vater wahrscheinlich das wusste und die Mutter so doof war und es nicht geglaubt hat. Also, entschuldige dich bei der ganzen Familie, damit Mitch hier bleiben kann. Entschuldige dich dafür, was dir Vater Judah... Also, ich mache das untere, ne? Das zweite definitiv. Jeder erwartet eine Entschuldigung von mir. Ich weiß, dass dies die Voraussetzung dafür ist, dass ich Teil dieser Familie sein kann. Besser jetzt als nie, Lou. Ich entschuldige mich dafür, dass ich nicht zugelassen habe, dass du mich als Achtjährige angefasst hast. Dass ich dir in den Finger gebissen habe, als du ihn unter mein Kleid gesteckt hast. Dass ich dir das Gesicht zerkratzt habe als deine Hand. Louise! Mom, es tut mir leid, dass ich dir davon erzählt habe. Ich dachte, du würdest mir helfen. Genug davon! Nun, Grandpa, jetzt können der Vater und ich nach oben gehen und es wie Erwachsene treiben. Ich kann ihn ja auch mit hoher Stimme Onkel Judd nennen. Wäre das dem Vater lieber? Bei dir entschuldige ich mich auch, Grandpa Elijah, dass ich mir vor Angst vor dir ins Höschen gepinkelt habe. Und bei dir, Katie, dass du mir heimlich das Höschen wechseln musstest. Das Abendessen ist vorbei! Bring mich hier weg! Setz dich hin, ich bin noch nicht fertig. Die geil. Boah. Nehmen? Was mache ich denn jetzt? Louise, leg die Waffe weg. Ich will dein Geständnis hören. Du jagst deinem Sohn Angst ein. Mom! Leg die Waffe weg, schieß auf das Familienporträt. Ich weiß es nicht, ob das so gut ist, wenn mein Sohn dabei ist. Ich will eigentlich nicht aufs Familienporträt schießen. Die Musik, die da läuft, ist übel entspannt, Mann. Ach komm, wir schießen aufs Familienporträt. Die Wahrheit obsiegt dem Herrn, sei Dank. Es tut mir leid, Louise. Vater Judah hat mich ebenfalls angefasst und er hat noch viel Schlimmeres getan. Aber ich hatte Angst, sie würden mich hassen, wenn ich die Wahrheit sage, genau wie sie dich hassen. Ich bin entsetzt, Judah. Ihr wusstet davon, ihr alle wusstet es. Du bist verrückt. Ich bin schon vor langer Zeit verrückt geworden. Ich stehe endlich, Onkel Judd. Du hast doch immer noch Süßigkeiten in deiner Tasche, oder? Mom, war es falsch, dass ich die Süßigkeiten von Onkel Judd genommen habe? Du hast meinem kleinen Jungen Süßigkeiten gegeben! Gib sie mir! Oh mein Gott. Cassie, lass es. Das nehme ich. Gehen wir, Mitch. Der Besuch ist vorbei. Mitch, schnell! Warum nehme ich denn die scheiß Waffe mit? Was ist das für ein Fiebertraum hier? Louise! Ich hatte noch keine Gelegenheit dazu, also ist es jetzt wahrscheinlich unsere letzte Chance, ist die Schwester. Dad hat dich gesucht. Was? Es tut mir leid, dass ich es dir nicht früher gesagt habe. Er hatte seine Adresse dagelassen. Oh. Finde ihn. Ich hatte nie den Mut dazu. Pass auf dich auf, Katie. Fahr schnell. Wir behaupten, du hättest ihn getötet. Oha, holy shit, was? Wieso nehme ich jetzt einen Mord auf mich? Hey, übrigens, wir sagen, du warst der Mörder. Ich habe nicht gesehen, dass der Priester von der Kugel getroffen wurde.
Da war nur ein wenig Blut. God sees it all. Danach fuhren wir lange schweigend. Vielleicht ist es nicht gerade am sichersten, mitten im Wald zu übernachten, aber wenigstens war es ruhig. Und es war niemand in der Nähe. Es tut mir leid, Kleiner. Ich weiß nicht, wie ich dir das alles erklären soll. Ich wollte nur, dass du deine Familie kennenlernst, und das war das Dümmste, was ich tun konnte. Es hätte nicht so enden sollen. Hat dir der Priester damals wehgetan? Ja, das hat er. Mom sprach nicht weiter, und ich hatte Angst zu fragen. Es ist gut, dass wir nicht dort geblieben sind. Wir schaffen das schon, du und ich. Was ist das für ein Ort? Gefällt es dir hier? Ich schätze ja. Früher kam ich hierher, wenn ich es zu Hause nicht mehr aushielt. Es war meine Zuflucht. Was ist eine Zuflucht? Ein Ort, an dem man sich vor der ganzen Welt verstecken kann. Gibt es hier Fische? Früher mal. Los, schau selbst nach. Okay, ich suche nach Köderwürmern. Im Auto ist eine Schaufel. Ich suche etwas Feuerholz. Holy, das Game ist echt intens. Also das ist so... Vor allem, was ich nicht verstehe, also sie wurde ja vom Priester missbraucht. Dass sie aber ihren Sohn da überhaupt hinbringt und nicht durchgedreht ist, als der da war und ihr Kind dort irgendwie behalten wollte. Und der andere Kleine wurde ja auch missbraucht. Also, dass man halt das einfach alles so totschweigt. Und klar, man traut sich nicht und denkt, es glaubt einem nicht, man braucht sich für nichts schämen. Die einzigen Menschen, die sich dafür schämen, sind die Menschen, die missbrauchen. Das ist ganz wichtig. So, Schaufel. Köderwürmer finden. Aber dass sie das Kind da überhaupt hingebracht hat, das würde ich nie machen. Aber trotzdem krass ist auch die Schwester, ne? Keiner hat wieder geredet. Das ist immer wieder das Gleiche. Regenwürmer. Die sind klasse. Boah, ist jetzt echt schon so viel passiert in dem Game. Genau, am Ende werden die Opfer geschämt. Deswegen. Intens. Aber schon krass, das Kind ist voll entspannt geblieben, wo wir einen Typen abgeknallt haben. Das ist ein Dicker. Wenn es hier Fische gibt, werden sie gleich anbeißen. So, ich habe jetzt meine... Ich gehe angeln, Mom! Gut, ich bin gleich da. Wo habe ich die Angel? Mal sehen, ob es hier Fische gibt. So, da hängt ein Wurm dran. Wer hat dir das Angeln beigebracht? Alvin, der alte Mann aus dem Diner? Aus meinem Diner? Ja, wir waren mal angeln, wenn du gearbeitet hast. Ich frage mich, was du sonst noch alles gelernt hast, während ich in der Arbeit war. Vieles. Aber was ich mich auch wundert, der Vater ist ja von ihr abgehauen damals. Als ich in deinem Alter war, brachte mich mein Dad, dein Großvater, an diesen Ort. Er versprach mir das Angeln beizubringen, aber eines Tages kam er von der Arbeit heim. Ach, nicht mehr heim, einfach nicht nach Hause gekommen, einfach so. Er war verschwunden und ich sah ihn nie wieder. So ganz stimmte das nicht. Mom sah meinen Großvater noch einmal, aber da wollte sie ihn eigentlich nicht sehen. Ja, aber ich frage mich... Mein Vater ist ja damals einfach abgehauen, weil ich missbraucht wurde, aber dann sollte er mich doch nicht alleine lassen. Schau, die Fische schwimmen ganz nah an den Köder. Bald werden wir einen fangen. Okay. Oh, der ist aber lebhaft. Das schaffe ich schon. Ich muss ihn nur näher zu uns heranziehen. Oh. Yes. Das verstehe ich halt nicht, warum mein Vater, der wusste, dass ich missbraucht wurde, mich allein gelassen hat. Das kommt schon noch raus. Fangen wir noch einen. Danke für die ganzen Subs, die lese ich nachher vor. Ich kann es dir zeigen. Hast du Lust? Versuchen wir es. Sehr süß, die zwei. Ja, die ist schon echt abgebrüht, ne? Der machst du nichts mehr vor. Du musst geduldig warten, bis sich der Fisch für den Köder interessiert. Wenn du fühlst, dass er angebissen hat, reißt du die Angel hoch, dann kurbelst du an der Angelrolle, um ihn einzuholen. Versuch es. Wussten eigentlich meine... Ich hatte damals nicht darüber nachgedacht, aber da unternahmen wir zum ersten Mal etwas zusammen und hatten viel Spaß. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es das letzte Mal sein würde.
Uff. Ich war glücklich und dachte, dass dies wirklich der beste Monat unseres Lebens war. Ich hatte keine Ahnung, dass sich Mom etwas warm laufen würde. Erst etwas warm laufen würde. Schau, da bewegt sich was. Der ist riesig. Warte, bis er den Köder schluckt. Angebissen. Ich hab ihn. Nur die Ruhe. Hol ihn jetzt langsam ein. Yay, look at this. Er ist so groß. Geil. Was ich mich frage, weiß meine Familie Abendessen? Können wir sie über den Grillfeuer braten? Klar, aber wir müssen sie erst rausnehmen. Hast dir Alvin das auch gezeigt? Wir haben sie immer lebendig freigelassen. Wusste meine Familie auch, dass ich todkrank bin? Ich glaube nicht, ne? Bei der wir gerade waren. Wir haben sie immer lebend. Mitch sollte den Fisch töten. Erlaube Mitch, den Fisch nicht zu töten. Puh, schwierig. Wir brauchen halt Essen. Ich glaube, dass wir ihn nicht töten sollten. Aber muss er vielleicht auch damit klarkommen und zu verstehen, dass man halt, wenn man Tiere isst, dass die auch sterben? Naja, Fisch nicht töten. Okay, ich werde das übernehmen. Du zündest das Feuer an. Ich glaube, das war ganz gut. Er hat schon so viel Trauma, ja, aber wirklich. Schon Menschen vor ihm angeschossen, aber wie man Fisch ausweidet, sage ich ihm nicht. Ich wusste nicht, dass ein Fisch so gut schmeckt, wenn man ihn über dem Lagerfeuer grillt. Wir sind ein gutes Team. Wir könnten eine Fischbude eröffnen. Du würdest angeln und ich würde sie grillen und die Gäste bedienen. Wie nennen wir diese Fischbude? Lagerfeuerfisch? Oh, Mom. Warum nicht? Schlicht und verständlich. Hast du eine bessere Idee, Champion? Ja. Mitch und Louise. Verdammt. Das gefällt mir. Ich warte schon lange darauf, dass du erwachsen wirst, weil ich dir einiges sagen möchte, aber ich bin fast erwachsen. Passt. Manchmal denke ich, dass ich erwachsen werden sollte. Du bist doch noch jung. Du hast doch Zeit dafür. Was ist das? Leuchtkäfer. Hast du sie noch nie gesehen? Sie sind überall. Du willst erwachsen sein, aber du kennst keine Leuchtkäfer? Nun, du hattest keine Ahnung vom Angeln. Wenn das so ist, dann spielen wir ein Spiel, bei dem ich deinen Grandpa immer geschlagen habe. Wer die meisten Leuchtkäfer in einem Gefäß fängt, hat gewonnen. Oh. Mom? Mom, ich habe kein Gefäß. Mom, ich habe kein Gefäß. Habe ich die jetzt gefangen? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Das ist gemein. Komm schon, ich komme da nicht ran. Ich komme da nicht ran. Los. Ich komme da nicht ran. Die Zeit läuft. Fang. Oh Gott, fange möglichst viel Glühwürmchen. Hier, Junge, Junge. Oh Gott. Wo zur Hölle rennt er lang, um die Glühwürmchen zu holen? Ey. Also, ist doch ein Hohn. So, ich muss nur noch einen holen. Schnell, schnell, schnell. Schnell, nur noch hier. Yes. Yes, ich habe alle. Wie viel hast du bekommen, Mom? Ich habe nur ein paar erwischt. Haha, ich habe gewonnen. Ich habe viel mehr als du. Der Schüler hat die Meisterin übertroffen. Ich habe mich gerade an ein Geheimnis aus meiner Kindheit erinnert. Als Mädchen schrieb ich einen Brief und steckte ihn in eine Kaffeedose. Und ich versteckte sie in einer Baumhöhle da drüben bei diesem Felsen. Wirklich? Ist der immer noch da drin? Keine Ahnung, aber wenn du willst, sehen wir nach. Logisch, let's go. Wie süß ich jetzt dieses Licht da habe. Oh. Mom, warum hasst mich Urgroßvater so sehr? Was? Warte. Warum denkst du das jetzt? Einfach so? Er hasst jeden, vor allem sich selbst. Mach dir deswegen keine Sorgen, okay? Wir haben in diesem Ort abgeschlossen. Ich fand, so böse war der doch gar nicht zu mir, oder? Der Vater.
Der Opa. Mom, wie finden wir den Baum? Ich habe den Buchstaben L in seine Rinde geschnitzt. Ein Abenteuer, juhu! Oh je, da würde ich jetzt aber nicht drüber düsen, oder? Und vor allem das Kind nicht so vorrasen lassen in der Dunkelheit. Bricht er sich am Ende noch was? Und ich bin jetzt ja wegen Mord, werde ich ja jetzt ge... Ich werde jetzt ja wegen Mord gesucht, ne? Möchte ich hier nochmal andeuten. Ich werde ja wegen Mord... scheinbar jetzt gesucht, ne? There's nothing here. Ist nichts. I don't see anything. Ich sehe auch nichts. Kinder spüren immer, wenn etwas ist, ja. Ein L ist da reingeritzt. Auch nix. Nothing here either. Hier ist auch nichts. I'm sure I'm es sei niemand meldet den Mord. Naja, it der lebt ja noch, der Typ. Ago, oder ist der tot oder lebt der noch? And trees keep growing. Unter dem Baum wächst immer weiter. Lebt der noch oder ist der dead? Bin mir nicht sicher. So, schauen. Danke, Sakuri, für den Raid. Ich hoffe, dir geht es gut. Vielen, vielen Dank. Ah, da ist ja ein L. Wir haben's. Da ist der Buchstabe L. Das muss der Baum sein. Schau da drauf. Gefunden. Frag mich, was im Brief steht. Ich weiß es nicht einmal mehr. Gehen wir zurück zum Feuer. Ich weiß nicht, ob ich mein Kind in der Zeit, wo ich missbraucht worden bin, den Brief lesen lassen würde, den ich hier irgendwo versteckt habe. To be honest. Okay. Benutzen. Breakfast. Und was mache ich jetzt damit? Kann ich das jetzt irgendwie... Ah. Ah. Öffnen. So. Lieber Dad. Ich vermisse dich so sehr und ich würde so gerne bei dir sein. Mom sagt, ich sei eine Lügnerin und dass du uns meinetwegen verlassen hast. Ich habe nicht gelogen. Grandpa und Mom sind sehr wütend auf mich. Ich mag sie auch nicht. Bitte komm und hol mich von hier weg. Wenn ich wüsste, wo du bist, würde ich weglaufen und bei dir sein. Ich habe dich ganz dolle lieb. PS, ich weiß nicht, wo du jetzt bist, daher kann ich dir diesen Brief nicht schicken. Ich verstecke ihn an einem geheimen Ort und wenn ich deine Adresse weiß, schicke ich ihn dir. Deine Lou. Oh, traurig. Guten Abend, Grandpa. Hast du ihn gefunden? Nein, ich hatte immer davon geträumt, dass er eines Tages zurück zu mir kommt. Aber er kam nicht. Mit 17 Jahren lief ich alleine weg. Aber da war ich schon wütend auf ihn, weil er mich bei ihm gelassen hatte. Wo ist mein Dad? Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Vor einiger Zeit hätten wir ihn wahrscheinlich in irgendeiner Bar gefunden. War er ein Veteran wie Elvin? Nein, aber er konnte wunderbar Trompete spielen. Hast du mir deshalb eine Trompete gekauft? Wolltest du, dass ich so werde wie er? Ja, ich zeige dir etwas. Als ich klein war, legten wir uns in sternklaren Nächten mit deinem Großvater vor das Feuer und verbanden die Sterne zu einem Sternbildern. Willst du es versuchen? Hallo Endboss, kennst du das Game? Das ist übel süß. In diesem Spiel musst du ein neues Sternbild finden. Ich fange an. Ich sehe einen Vogel. Wo? Ja, das ist ein Vogel. Ich sehe ihn jetzt. Ich fange mit diesen Sternen da drüben an. Das ist die kleine Waage. Ein Herz. Es ist ein Herz. Wunderschön. Jetzt bin ich an der Reihe. Ist mega süß, diese Games. Wisst ihr, warum die diese Games machen? Die wollen, dass wir uns so sehr mit der Mama gut verstehen, damit es uns umso schwerer fällt, wenn die jetzt nämlich nachher stirbt. Das ist alles Taktik. Das ist jetzt, Es ist ein Blitz. You got it. So ist es. Mom, dein Dad war cool. Wie war meiner? He was
Er war auch cool. Was machen wir jetzt? Jetzt legen wir uns schlafen. Und morgen früh besuchen wir deinen guten Freund. Aber sieht direkt nach dem Game aus, ist nicht unbedingt. An diesem Abend am Feuer verstand ich, was es bedeutet, erwachsen zu sein. Wir waren wie zwei Menschen, die in ihrer Kindheit etwas entbehren mussten. In diesem Augenblick verstand ich, dass die Leere in mir damit zu tun hatte, dass ich meinen Vater vermisste. Aber wie kann man jemanden vermissen, den man nicht kennt? Das Spiel ist aber krass, Endboss. Das ist sehr intens. Also wir haben gerade schon super viel krasse Themen hier angeschnitten. Ein krasses Game. Oh, das ist mein Vater damals. Als ich geboren worden bin. Wahrscheinlich, oder? Oder als er gegangen ist. Ja. Du bist noch hier, Lou? Ist der Vater. Okay, scheinbar bin ich gegangen. Mom hat nie über ihre Freunde geredet, aber dieser hier sollte uns Geld für Benzin leisten. Schatz, das verstehe ich, aber Black Daisy kann mit einem gebrochenen Bein nicht tanzen. Gibt es das Geld zurück? Nein, wir planen eine kleine Überraschung. Okay, let's go. Ich glaube, dass man weinen muss bei dem Game, ja. Wir öffnen in 2 Stunden. Ist Kiki da? Schau mal hinten nach. Ist wie bei Last Day of June, ey. Ach so, hier war ja auch... Dein Freund ist eine Putzfrau? Schlimmer, er ist der Boss. Oh je, hoffentlich ist er nicht wie so ein Schwein wie mein anderer Chef. Okay, was ist das? Why is this lady naked? Warum ist die Frau nackt? Erklär's ihm. Nobody would look at this poster if Wenn sie were etwas anhätte, würde sich niemand dieses Plakat ansehen. Ja. Gucken, ob es hier noch was gibt. Ich glaube nicht. Girls. Ich weiß, ich hab's verstanden, aber du bist auch eine Schauspielerin. Nein, ein Auftritt von 15 Minuten ist kein ganzer Tag. Hier rein oder hier Girls? Ich würde nicht gern zu Girls rein. Verdammt, warum bin ich nicht bei Girls reingegangen? Mensch. Tja, das ist der übliche Preis, Schätzchen. Nein, Höschen können wir nicht akzeptieren, aber... Ich weiß, Schätzchen, aber es ist nur ein Tanz. Hallo. Für so einen Batzen Geld könnte ich Liz Taylors Titten befummeln. Hi, Kiki. Jeje, was kommt als nächstes? Du hast echt Nerven, nach all den Jahren hier dein Gesicht zu zeigen. Entschuldige dich, sei nett. Ich weiß ja nicht mehr, was ich getan habe. Entschuldige mich. Es tut mir leid, Kiki. Es tut mir wirklich leid. Falls du es nicht weißt, ich wäre wegen dir fast pleite gegangen. Und dann hast du mir noch meinen besten Musiker gestohlen. Oh, okay. Ich habe niemanden gestohlen. Bei mir hätte etwas aus Frank werden können. Er war auch ohne dich schon jemand. Das war er. Also, warum bist du überhaupt hierher gekommen? Ah, okay, also habe ich hier in diesem Club gearbeitet und habe mich mit dem Musiker verliebt und bin mit ihm durchgebrannt. Also war ich hier Stripperin oder was? Sag die Wahrheit. Ich brauche Hilfe von meinem alten Freund. Verpiss dich, Lou. Freunde verschwinden nicht einfach ohne ein Wort für Jahrzehnte. Für 10 Jahre. Was? Ivan, wir können die Tickets nicht umtauschen. Wir haben kein Geld. Wie viele Bastarde sind ausgestiegen? Wie viele? Können wir den Kind mal die Ohren zuhalten? Dann lüge, dass wir einen besseren haben.
Wir sind am Arsch. Hast du zu wenig rebellische Teenie-Girls, die für eine Mahlzeit um ein Zimmer tanzen? Diese Zeiten sind vorbei. Ich würde gerne mit dir in Erinnerung schwelgen, Lou, aber ich habe andere Probleme. Kiki, ich kann tanzen. Oh nein. Verschwinde, Lou. Du gehst mir auf den Geist. Es ist simpel. Du brauchst eine Tänzerin, ich brauche die Kohle. Du bist nicht mehr so jung wie damals, Lou. Kiki, die Technik habe ich noch drauf. Die Leute wollen sehen, keine Technik. Ich habe noch zwei übrig. Bist du jetzt dabei? Es gelten die üblichen Bedingungen. Das Eintrittsgeld für mich, das Trinkgeld für dich. Oh Gott. Abgemacht. Abgemacht. Wir haben einen Deal. Scheiße, lass mich das bloß nicht bereuen. Mein Kind steht daneben! Wir haben ein Mädchen, Ivan. Ich weiß nicht, aber eine andere bekommen wir nicht. Schreib das auf die Tafel. Das große Comeback von Little Lou. Das darf mein Kind aber nicht sehen. Such dir ein paar Klamotten im Umkleideraum. Kann mein Kind bitte... Hey, Kleiner. Du siehst aus wie dein alter Vater, weißt du das? Oh mein Gott, kann mein Kind bitte nicht währenddessen Trompete spielen und einfach wegbleiben? Dein Freund ist seltsam. Er ist ein guter Mann. Er half mir einmal, aber ließ ihn in den Stich. Ah, jetzt kommt quasi damals. Little Lou. Die sagen alle meinen Namen. Was ist Lou? Du bist dran. Ich kann nicht, Frank. Geht es um den Typen, der mit Kiki redet? Der mit der Kippe? Sag die Wahrheit. Ja. Folgt er dir? Belästigt er dich? Nein. Also, wer ist er? Frank, verschwinden wir von hier. Jetzt. Was ist mit der Show? Kiki hat viel Knete auf den Tisch gelegt. Er wird uns töten. Ich lasse nicht alles auffallen, nur weil du einen Geist gesehen hast. Wer ist das? Mein Vater. Mein Vater. Oh, ich wollte mich von meinem Vater nicht so zeigen. Deswegen sind wir abgehauen. Oh. Ey, das ist geil, das Game. I love it. Kannst du mir helfen? Nein! Lass dein... Was soll ich anziehen? Es... Handschuhe, Korsett, Federn. Federn? Korsett? Nur Handschuhe? Was will mein kleines, verschweinertes, gnusches Volk denn? Federn. Die stehen auf Federn. Die sind alle kinky auf Federn. Federn. So. Wähle ein Outfit. Weiß, schwarz, rot, pink, keines. Oh mein Gott. Okay. Welche Farbe wollt ihr denn? Rot. Ihr seid aber sinnlich. Vielleicht Federn in verschiedenen Farben? Mom, sehe ich wirklich aus wie Dad? Antwort ausweichend, bejahe es. Kiki hat bei solchen Sachen ein gutes Auge. Was ist dann passiert? Sag die Wahrheit. Ich weiß nicht. Wir haben uns getrennt, bevor du geboren wurdest. War's das? War's das? Ändere etwas? Kann ich noch etwas ändern an meinem Outfit? Das war's. So, etwas ändern am Outfit oder nicht? Komm, wir haben schon voll die gute Beziehung. 85%, Vertrauen ist 97% und mit Rechtschaffenheit 59%. Ist eigentlich schon ganz gut. Ich sag mal, das war's. Oh mein Gott. Was meinst du? Zu knapp? Mach dich über das Outfit lustig. Boah, schwierig. Was sag ich jetzt als Kind? Ich mach mich lustig. Ich sag's zu knapp. Zu knapp. Du siehst aus wie die nackte Frauen auf den Plakaten. Bist du sicher? Rufen wir Kiki. Aber Mom, du siehst wie die nackten Frauen aus. Okay, besser geht's nicht. Können wir das Kind bitte nicht mitnehmen, während wir jetzt tanzen? Kind, bleib hier. Okay? Ciao. Ich bin fertig, Kiki. Okay, ich komme. Kann ich mitkommen? Nein, das ist nichts für dich. Wirst du dich ausziehen? Sag die Wahrheit, Lüge. Oh je, also ich glaube, manchmal Lügen ist nicht schlecht, ne? Weil ich muss nicht immer Kindern alles sagen. Er wird's eh wissen, wenn er erwachsen ist. Wird in dem Fall jetzt mal lügen. Ich werde nur tanzen. You promise? Versprochen. Uh-huh. Mhm. Gut.
Zeig dich. Ich will Little Lou sehen. Was meinst du, Kleiner? Ist deine Mutter sexy? Diese Frage sollte man niemals... Frag ihn das nicht, Kiki. Ja, gut so. Nun, ich finde, Lou ist immer noch ein heißer Feger. Sieht aus, als erleben wir doch noch eine Show. Warte hier auf mich, Mitch. Ich bin bald wieder da. Oh Gott, Kid. Ich will den Tanz jetzt eigentlich schon sehen, aber so, dass ich es auf YouTube unzensiert hochladen kann. Klar, ich wollte keinesfalls im Umkleideraum warten, aber ich wollte wirklich, dass Mom einfach nur tanzt, ohne sich auszuziehen. Nein, wir hätten nicht lügen sollen. Oh nein, Kacke, wir hätten nicht lügen sollen. Oh nein! Oh nein, why? Oh Gott, warum haben wir gelogen? Jetzt sieht er es ja. Kann ich da rein? Ich kann da einfach rein. Boah, wir gucken uns jetzt hier erstmal um. Wo ist mein Dad? Damals wusste ich es noch nicht, aber dort sah ich meinen Vater zum ersten Mal. Und meine Mutter, die daneben war, ne? Es war die Mutter daneben. Darin war auch ein Zebra, vermutlich hat es damals gelebt. Schauen. Bei Kikis habe ich zum ersten Mal so viele Menschen nackt gesehen. So süß, wie er auch erzählt in der Vergangenheit. Es ist ein super cooles Spiel, echt. Voll verliebt in das Spiel schon. Super süß. Lügen ist nicht gut. Ja, das stimmt, aber ich finde halt, hätte er es nicht rausbekommen, hätte er nicht wissen müssen, dass Mami sowas macht. Vor allem, sie macht es ja auch nur, damit wir jetzt Benzin haben, um mit dem Auto weiterzukommen, nachdem wir den Priester erschossen haben. Okay, der lässt mich da jetzt wahrscheinlich nicht durch. Warte, mein Junge. Deine Mama hat dir gesagt, dass du im Umkleideraum bleiben sollst. Trick sie ihn aus. Gib auf. Okay, großer Mann. Ich gehe. Das hoffe ich so. Und mach keinen Quatsch. Ich bin die ganze Zeit hier. Okay, wir hören die ganze Zeit Little Louis. Kann ich da raus? Ich musste einen Schlüssel für die Tür finden, um Kikis Türsteher zu überlisten. Schlüssel finden, ah. Den finde ich doch ganz bestimmt im Office. Den finde ich doch 100 pro im Office. Von dem Typen hier. So. Yes. Yeah, give it to me. Schlüssel lässt man nie so offen rumliegen. Regel Nummer 1. Er muss die Query noch zu Ende sehen. Hab sie löst wie ein Film. Gell, ist echt nice. So, kann ich jetzt nicht einfach die Tür öffnen? So. Okay. Little Lou. Ladies and gentlemen, Madame et Monsieur. Oh Gott, nein. Little Lou. Oh nein. Mommy, please. Mommy, don't. Zeig uns, was du kannst, Mädchen. Nein, Mommy. Mami, don't do it. So, was ist hier? Tanzen? Ach, jetzt muss ich tanzen. Jetzt muss ich sogar selbstständig noch dancen. Jetzt stehe ich einfach so peinlich auf der Bühne rum und mache nichts. So richtig unangenehm, ne? So. Okay. Oh yeah. Zeig mal, was du kannst. Wie tanzt du jetzt? Oh girl, look at this. Tanzen. Ja, sie weiß, wie sie sich bewegt, ne? Yes. Tanzen. Yes. Also sie hat so voll die Hänger immer, ne? Oh, Mami geht ab. Zeig uns deine... Erstmal das Knie gegen den Kopf geschlagen. Oh mein Gott. Bleib so stehen. Oh, Mami, look at this. Jetzt muss ich wahrscheinlich gleich nochmal richtig dancen hier. Oh yeah. Zieh dich ganz aus. Ja, nein. Oh nein. Da sitzt mein Kind. Jetzt sehe ich, dass mein Kind da sitzt.
Soll ich mich jetzt ausziehen? Nein, das können wir nicht machen. So, ich habe voll viel Pluspunkte für mein Kind jetzt. Das ist das Wichtigste. Buh, buh, buh. Pech. Ihr Geier. Ich liebe dich, Little Lou. Ich liebe dich. Still got it. Aber trotzdem finden sie mich toll. Ich hätte jetzt auch quasi nackt da tanzen können. Aber hey, mein Cutter wird's mir danken und mein Sohn auch. Muss er nicht zensieren. Oh, was ist jetzt? Oh nein, ich bin ja krank, ne? Oh shit. Oh no, Leute. Nicht den Krankenwagen rufen, wir haben niemanden erschossen. Oh no. Lou, lebst du noch? Oh, ist schon in Ordnung. Das wollte ich nicht, Kiki. Hör auf. Wir haben ungefähr $50 an Trinkgeld. Aber Kiki wird dir ein kleines Geschenk dazu geben. Es ist für Mitch. Das werde ich nicht vergessen. Du hast mir schließlich heute den Arsch gerettet. In 2 Wochen kommt der Laden sowieso unter den Hammer. Ihr könnt bis dahin hier bleiben. So viel Zeit habe ich leider nicht. Hast du was? Nichts Ernstes, ja. Ich denke genau das Gegenteil, mein Schatz. Denk, was du willst. Über den Tag, an dem ich mit Frank durchgebrannt bin. Willst du jetzt wirklich darüber reden? Du hast dich an der Bar mit meinem Vater unterhalten. Oh Gott. Ich hatte so ein Gefühl. Es war noch ein paar Mal da, aber ich habe ihn abgewimmelt. War nur ein weiterer Daddy, der sich plötzlich an sein kleines Mädchen erinnerte. Ich möchte, dass er sich um Mitch kümmert. Oh, was ist mit Frank? Weiß er von dem Jungen? Nein. Ach, der weiß nicht mal. Du hast die Wahl, Mädchen. Danke, Kiki, für alles. Wir sind morgen früh wieder weg. Ja, ich weiß. Zumindest wirst du dieses Mal nicht ohne ein Wort die Stadt verlassen. Gute Nacht, Lou. Boah, es ist deep. Jetzt will ich, dass mein Vater, der mich verlassen hat, mein Kind aufzieht. Und mein Mann, also ihr, der Vater von Mitch, weiß nicht mal, dass es ihn gibt. Aber sie sprachen leise. Sie dachten, dass ich schlafe. Boah, das ist aber hart. Ich weiß nicht so genau, ob Mom den seltsamen Zwischenstopp bei Kikis am Tag zuvor wieder gut machen wollte. Oder ob sie nur wollte, dass ich eine Zeit lang nicht mehr nach Dad frage. Was es auch war, es ist ihr gelungen. Okay, dann los. Fahr nicht schneller als 60. Das ist großartig süß. Er darf fahren. Um Gottes Willen, Hilfe. Ich komme von der Straße ab. Wow. Witzig. Darf der fahren? Gottes Willen. Aber hey, eigentlich übel cute. Aber schon krass. Also sie will jetzt ihrem Papa das Kind geben. Aber wahrscheinlich kann ich mich entscheiden, ob ich dann vielleicht sogar meinem Mann das Kind gebe oder meinem Vater. Schneller? Wollt ihr echt? Oh Gott. Du fährst wie ein Profi, um Gottes Willen. Nein! Du kannst ein bisschen schneller fahren. Ich will nicht! Ah! Prima, du fährst wie ein Profi und fahr direkt neben den nächsten Ding. Du kannst ein bisschen schneller fahren. Pass nur auf die anderen Autos auf. Fahren macht Spaß. Es ist echt nicht leicht. Wie alt ist das Kind? 6? Oh Gott. Fast to Furious. Okay, immer mit der Ruhe. Das Gas und überhol das Auto. Als ob der Typ da nichts sagt, wenn dann ein 6-Jähriger am Steuer ist, ne? Wunderbar. Mom, wohin fahren wir? Ich kann gerade nicht die Wahrheit sagen, ich muss fahren. Sag die Wahrheit. Lüge. Ich muss gerade mal um die Kurve, sonst geht es nicht. Ich sag die Wahrheit. Ich will meinen Vater finden. Ja, aber wieso darf das Kind da nicht den Vater finden? Sie will selber ihren Vater finden, aber das Kind darf es nicht wissen, oder was? Ich habe das GoXLR. Okay, jetzt versuch mal den Truck zu überholen. Bin gerade schon dabei.
Oh Gott. Ich bin gespannt, ob wir am Ende entscheiden dürfen, wo wir das Kind lassen. Das hast du gut gemacht. Uns geht der Sprit aus. Schon wieder? Schon wieder geht uns der Sprit aus? Oh, bitte nicht irgendwo in der Hitze. Oh nein. Ah gut, da ist eine Tankstelle. Uff. Yes. Oh, damn. So ein Mist. What? Was? Can't find my wallet. Kann mein Portemonnaie nicht finden. Vielleicht ist es im Kofferraum. Ich glaube nicht. Did you find it? Hast du es gefunden? Beiß dir auf die Zunge. Fluche, ich beiß mir auf die Zunge. Nein, ich konnte es nicht finden. Wie tanken wir jetzt? Das hat man nur davon, wenn man für Geld ausgibt. Das gibt immer Ärger. Warte auf mich im Auto, Mitch. Aber Mom, gibt es ein Problem? Sprichst du mit mir? Boah, wie redet er mit mir? Holy shit. Boah, der redet mit mir so böse, ey. Holy. Oh mein Gott, nein, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich sag dir doch, dass es Ärger geben wird. Hehe. Oh mein Gott, es macht das Kind das, was es bei Mama gesehen hat. Oh mein Gott. Was ist denn los? Du sollst die Waffe fallen lassen. Sonst wird Joe dir richtig wehtun. Joe, leg die Waffe auf den Boden. Schön langsam und vorsichtig. Hör nicht auf die Joe. Du musst dir deine aufgeblasenen Eier wirklich verdienen. Sie sieht verzweifelt aus. Mach lieber, was sie sagt. Ich denke, du hast nur eine Wahl, Joe. Überzeuge ihn, schieß auf die Dose. Ich denke, oh, ich weiß es nicht. Hey, was ist denn das? Der Sohn hat das jetzt von mir gelernt? Das kann doch nicht wahr, also, das kann doch nicht sein. That escalated quickly. Das ist ein echtes Problem. Das wurde aber auch überhaupt nicht diskutiert. Man darf nicht auf Menschen schießen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe vorhin auf einen Priester geschossen, weil der hat mich als Kind, hat sie missbraucht und es war halt das Kind dabei und hat es gesehen. Jetzt macht er das auch. Meine Güte, ey. Überzeuge ihn oder schieße auf die Dose. Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt auf die Dose schieße, dann wende ich ja meine Waffe von ihm ab. Aber okay. You think I'm bluffing? Du denkst, ich bluffe? Okay, 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 immer mit der Ruhe. Everybody hands up. Nehmt alle die Hände hoch und kniet euch hin. So mag ich euch. Ach stimmt, die Schwester hat ja auf dich geschossen. Du hättest Eier zeigen können, Joe. Du wolltest es so. Mom, nein! Du hast damit angefangen. Gute Entscheidung. Stimmt, die Schwester hat ja auf den geschossen. Raubi aus oder lauf weg. Ich finde jetzt ausrauben ist nicht gut. Wir haben hier Rechenschaft 59, Vertrauen 57. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich würde abhauen. Ich finde es nicht gut. Nobody gets up until Niemand steht gone. Jetzt auf, bis ich weg bin. Ja, das ist gut. Das ist gut. Aber wir haben halt nicht mehr viel Benzin, ne? Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Unser Kind wird sonst kriminell, Leute. So wie wir uns jetzt verhalten, wird unser Kind. Da lernte ich von meiner Mom das Prinzip von Yin und Yang. Manchmal muss man hart sein und manchmal muss man sich verdammt nochmal entspannen. Seht ihr? Ich verstand es damals nicht, aber heute würde ich dasselbe tun. Meine Mutter tat das alles für mich, weil sie verzweifelt war. So. Das heißt, wie wir uns verhalten, so wird unser Kind am Ende, ne? Er erzählt ja aus seinem Erwachsenenalter. Verschwinden wir von der Hauptstraße, Mom. Sie können uns folgen. Woher weißt du solche Sachen? Wirklich, gell? Aus Filmen. Voll das gute Kind. Sehr gut, Babe. Sehr gut. Was ist mit dem Auto? Ich weiß es nicht. Oh nein. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Oh, meine Hände zittern immer noch. Das war heftig, Mom. Stärke Mitchs Vertrauen. Entschuldige dich für die Nummer an der Tankstelle. Zetere wegen der Nummer an der Tankstelle. Entschuldige dich. Stärke Mitchs Vertrauen.
er vertraut mir doch sowieso schon. Ah, nee, nicht so. Entschuldige dich für die Nummer. Aber er hat doch das auch rausgeholt. Er hat doch die Waffe geholt. Ich würde eins sagen, oder? Weiß es nicht. Ich sag mal Entschuldigung, es war schon übertrieben, oder? Selbstvertrauen. Lass nie zu, dass sich jemand herumschubst. Niemals. Was machen wir, wenn uns die Cops anhalten wollen? Dann fahr rechts ran. Am besten legen wird sie sich nicht bitte genau legen. Wir halten an und machen genau das, was sie verlangen, okay? Ja. Und wenn sie nicht nett sind? Gewöhn dich lieber daran. Irgendwann triffst du jemanden. Triffst du irgendwann einen üblen Kopf. Mal sehen, was hier los ist. Ach, heiß. Mal sehen, ob du im Kofferraum etwas findest, um die Motorhaube zu öffnen. Und setz einen Hut auf. Die Sonne brennt schrecklich. Oh, das ist so lieb. Zetere. Er weiß, dass man sich das nicht mehr. Er hat ja die Waffe rausgeholt. Eigentlich müsste man ihn voll zur Sau machen, dass das nicht geht. Nein, die nehmen wir jetzt nicht schon wieder, die verdammte Waffe. Warum soll ich die jetzt schon wieder nehmen? Ich will die nicht nehmen. Ey, das Kind rennt mit der Kackwaffe die ganze Zeit rum. Will you teach me? Bringst du es mir bei? Schimpfe, stimme zu, zeig es ihm. Ich schimpfe jetzt, der kann nicht mit der Waffe als Kind rumhantieren. Wenn du mit einer Waffe nicht umgehen kannst, darfst du sie nicht in die Hand nehmen. Du hast an der Tankstelle echt Mist gebaut. Pass das nächste Mal auf. Boah, pass das nächste Mal besser auf dich auf. Da kommt jemand. Schnell, Mitch, versteck dich. Schnell. Oh. Aber leg die Waffe weg, Mann. Ich konnte die Schaufel nicht nehmen. Heiß gelaufen. Werde ihn los. Lüge. Nein, es ist alles gut. Sie sollten ihn eine Weile nicht starten. Danke, ich komme schon zurecht. Sind Sie vor jemandem auf der Flucht? Warum? Warum wollen Sie das wissen? Ein überhitztes Auto mitten in der Wüste? Windschutzscheibe zerschossen? Haben Sie hier ein Pferd vorbeilaufen sehen? Ein Pferd? Mitch! Es heißt Wee. Weiß mit schwarzen Flecken. Wir haben kein Pferd gesehen. Es rennt immer vor meinem Onkel weg. Sie wollen sicher keine Hilfe. Der Wind frischt auf. Bitte Hilfe. Ja, komm, hilf mir doch. Können Sie uns abschleppen? Sicher. Ich muss nur noch ein Abschlussteil von meinem Onkel besorgen. Ich hoffe, es ist nicht irgendwie Psycho. Mann, war der Kerl aufdringlich. Wieso? Vielleicht wollte er wirklich helfen. Es stimmt, der Wind frischt auf. Stimmt, warum sagt sie wir? Das Kind versteckt sich doch. Das ist so süß gemacht, das Spiel. Ei. Fühlst du dich nicht gut, Mom? Mir ist nur ein wenig schwindelig, weiter nichts. Stimmt, sie ist ja schwer krank, ne? Kann ich mich umsehen? Geh nicht weit weg, dann sollte sie halt auch nicht in der prallen Hitze so rumchillen, ey. Was hat sie denn jetzt eigentlich? Ich würde es gerne mal wissen. Oh, das ist das Pferd! Um Gottes Willen! Sie suchen nach dir. Wirf den Stein, komm näher. Wee. Ich kann auch volles Arschlochkind sein, ne? Good horsey. Gutes Pferdchen. Hey. Bleib mal stehen. Will you give me a ride? Darf ich auf dir reiten? Niemals hinter Pferde stellen übrigens, by the way. Hey. Horsey. Ich werde auf das Wrack klettern und dann hüpfe ich auf dich. Das ist eine ganz dumme Idee. Das ist eine ganz dumme Idee, mein Kleines. Wenn ich das mal so sagen darf. Das ist eine sehr dumme Idee. Oh, oh Gott. Oh mein Gott, das Kind wurde gebissen. Ich dachte schon, der Wind hätte dich weggeweht. Schleppen wir ihr Auto ab. Sieht aus, als hätten wir keine andere Wahl. Komm zurück, Mitch. Oh mein Gott. Er sollte nicht so weit weggehen. Bei diesem Wind wird er uns nicht hören. Suchen wir ihn. Der erinnert mich an den Hottie von Beyond Two Souls in der Wüste.
Schaut euch mal diesen Oberarm an und diesen stramm geflochtenen Zopf. Da wird mir doch ganz anders. Boy! Mitch! Mitch! It's the Rock. Look at this boy! Mitch! Oh mein Gott. What happened? Was ist passiert? It hurts, das Mom. Tut weh, Mom. Easy now. Ganz Don't ruhig, move. Beweg dich nicht. Eine Schlange. Please help me. Bitte hilf mir, bring ihn zu einem Arzt. The hospital das Krankenhaus ist zu weit weg, wir müssen ihn zu meinem Onkel now. Bringen, jetzt. Kann ich mich auch von der Schlange beißen lassen und er saugt an meiner Wunde? Der Junge wurde von einer Schlange gebissen. Kannst du meinem kleinen Jungen helfen? Bring ihn in den Hogan, Timmy. Oh, süß. Genau, vergiss den Vater. Wir haben unseren Daddy gefunden. Ich bleib hier. Mach Feuer an, schnell. Bitte kein Voodoo jetzt, sondern einfach den Kind die, das Gift aus der Wunde saugen. Was war das für eine Schlange? Ich habe sie nur kurz gesehen. Der Todesgeist geht nie mit leeren Händen. Der Geist des Jungen braucht dich. Hüte dich vor den Geistern. Folge nicht ihrem Licht. Wenn du dich verirrt hast, zeigt dir das Feuer den Weg. Was habe ich jetzt eingenommen? Oh, die Drugs wirken aber gut, ey. Ich hab mir irgendein Voodoo-Shit gegeben. Schau mal, was jetzt abgeht, ey. Mom, help! Follow me. Find the next fire. Ach so. Ist echt voll der Drogentrip jetzt. Was ist denn hier los? Ich gehe einfach durch die Wüste und hab die übelste Drogentrip. Kann der heiße Typ nicht mitkommen? Okay, ich komme. Dieser Bär. Oh nein. Wait. Moment. Oh, jetzt habe ich wieder meine Schmerzen, oder? Was hat sie denn eigentlich für einen. Sie hat wahrscheinlich Krebs, oder? Was hat sie denn eigentlich für einen Krebs? Würde mich mal interessieren. Das kommt wahrscheinlich noch raus. Hey, Birdie. Birdie. Nein, was habe ich denn jetzt schon wieder? Oh nein. I'm too weak. Ich bin zu schwach. Nein, steh auf, Girl! Was habe ich denn da genommen eigentlich? Oh ja! Wee ist da! Wee, let's go! Suche das Feuer der Leichen, Louis. Dort findest du alle deine unerledigten Angelegenheiten. Ich weiß gar nicht, ob ich das finden will. Okay. Dann let's go. Achso, ich kann jetzt hier wirklich so rumtrappen. Muss ich dem noch hinterher, den Vogel, oder hat sich das erledigt? Bin schneller als du. Was ist denn das eigentlich da hinten alles? Ein Vogel? Ein Wolf? Was habe ich denn da genommen? Die Drogen sind etwas zu stark für sie. Ich sehe kein Feuer. Such tiefer drinnen. Warte mal auf den Bird. Wer sagt mir das? Ich liebe Raben übrigens. Für alle, die es nicht wissen, ich hätte gern Raben. Der sprechen kann und immer auf meiner Schulter sitzt. Das wäre sehr geil. Okay, da ist mein Feuer. Was ist das? Oh, es sind Dämonen. Oh nein, es sind meine Dämonen. Wie lautet deine Frage? Wer bist du? Die Antwort auf alle deine Fragen. Where's Mitch? Wo ist Mitch? Mom! Ich bin hier, das ist im Feuer. Yes. Frag. Ich suche nach Mitch. Ich will mich heilen. Oh mein Gott, jetzt kann ich mein Kind sterben lassen oder mich selbst heilen. Oh. Boah, würde voll zu unserer egoistischen Tour passen, aber natürlich
suchen wir nach Mitch. Oh mein Gott. Ich suche nach Mitch. How can I find Mitch? Moment. Frag. Ach, da steht Mitch verheilen. Ah, okay. Ich habe verstanden, das Kind steht. Ach so, ich habe verstanden, mich. Meine Zukunft, Mitchs Zukunft. Nee, das ist schon meine. Mitchs Zukunft. Was geschieht mit Mitch, wenn ich sterbe? Lauf weg! Lauf weg! Oh nein. Was heißt das? Ich kann die Frage nicht beantworten. Oh je. Du? Warum soll ich weglaufen? Bleib. Ach, die wollen, dass ich bleibe bei uns. Oh nein, er jetzt, oder was? Ich weiß. Ach, der Schaman hat sich jetzt geopfert. Oh mein Gott, dieser Trip. Und was geht jetzt mit meinem Kind? Mom. Oh, ihm geht's wieder gut. Mitch! Es ist okay, Mom. Das ist dein zäher Junge. Du weißt gar nicht, wie dankbar ich bin. Dein Onkel? Oh, der ist tot! Mein Onkel hat dir etwas Zeit verschafft. What? Ich will dir sagen, dass die Geister deiner Vorfahren deinen Sohn rufen. Aber ihre Gesichter sind für ihn immer noch leer. Nur du kannst sie im Leben füllen, Louis. Danke für alles, Timmy. Ich habe euer Auto repariert, aber lange wird es nicht mehr fahren. Es muss nur noch ein wenig durchhalten. Bleib dieses Mal auf den Hauptstraßen. Hier ist eine Karte. Wieso sind die so nett? Da stirbt einfach einer, der sagt, hey, er hat sich jetzt geopfert, er war kerngesund, hätte noch 30 Jahre vor sich gehabt, aber hey. Wir sind in Nordkalifornien losgefahren. Das ist eine ziemliche Strecke. Wir sind hier im Nirgendwo. Ihr könnt eine Weile hier bleiben. Thanks, Timmy. Danke, Timmy. Das schaffen wir schon. Wir müssen los. Nein, bleib doch bei ihm, Mann. Und so fuhren wir los. Ich mochte Timmy und wäre gern dort geblieben. Aber Mom meinte, wir würden unterwegs andere interessante Menschen treffen. Ich wusste nicht, wie falsch sie lag. Doch damals hatte ich das Gefühl, sie wäre voller neuer Energie. Ich sah, dass es ihr besser ging. That's the spirit. Oh nein. Was ist in der Stadt von Hope? Nichts, was, sondern wer? Du wirst deinen Großvater Leon kennenlernen. Dein Dad, der dir das Angeln beibringen wollte? Ja, zum Glück hast du es dir selber beigebracht. Mir. Wie kann ein Dad sein eigenes Kind verlassen? Das ist mehr als nur kompliziert. Allerdings. Liebt er das Kind nicht? Manchmal liebt man die anderen Menschen um sich herum nicht und mitunter gibt es keinen anderen Ausweg. Man kann immer versuchen, einen Ausweg zu finden. Oh nein. Verdammt, die Polizei. Es ist wegen der Sache an der Tankstelle. Ich kümmere mich darum. Nein! Was zum Teufel machst du da? Leg die Waffe weg, sofort! Oh mein Gott! Ey, das Kind ist einfach nur lost. Du wanderst nicht in den Knast. Verbiete es ihnen. Zeig es ihm. Wie verzeig es ihm? Oh Gott, soll ich sagen, dass er die Polizei schießen soll? Du kannst, glaube ich, gerettet werden. Glaubst du, ich kann mich retten? Verbiete es. Hör sofort auf. Jetzt kriegen wir... Ah, nee, ich schieße nicht. Ich bin doch nicht blöd. Ich schieße nicht. Ich will nicht schießen. Ich schieße nicht. Kann man das nicht irgendwie lassen? Ich schieße extra vorbei. Mitch, hör auf. Sie werden uns umbringen. Ich will die nicht abknallen. Okay, ich muss die abknallen. Ich musste nur auf die Reifen schießen, ne? Ey, ich ziel so gut. Oh, ich musste.
Treffer, jetzt erwischen sie uns nicht mehr. Schnall dich an und setz dich hin. Oh mein Gott, aber sie haben aufgehört, uns zu jagen. Eine Tornado! Was meint sie denn mit der Luft, Freund? Halt dich fest. Oh Gott, ah! Ah, was ist das für ein Spiel? Ah, es ist grausig. Wow, das muss ja richtig schlimm sein. Was meint sie denn mit dem Wind? Der Wind zieht sich zusammen. Holy, was haben wir eigentlich für ein Kackleben in diesen einen Monat, ey? Boah. Ist das Hope? Es hat jetzt, wenn wir die Fahrt fortsetzen wollen, musst du mir zuhören. Warum hast du geschossen? Ich wollte nicht, dass sie uns kriegen, Mom, weil du krank bist. Was? Ich habe dein Gespräch mit Kiki mitbekommen. Es ist nichts Ernstes. Was hast du, Mom? Nichts, das man nicht heilen könnte. Bloß wir suchen nach Grandpa. Aber das ist der Tornado, hat es hier zerstört. Oh mein Gott. Such nach einem gelben Haus oder was davon übrig ist. Ich hoffe, Grandpa geht es gut. Das hoffe ich auch. Es war so, oh nein. Oh, da drüben, das ist das gelbe Haus. Oh mein Gott, was ist denn das? Sag bloß, es ist jetzt der Vater, Frank. Nee, dafür ist der gleich zu alt. Die Knochen, die trockenen Knochen. Und ich höre da Worte, Herrn. Entschuldigen Sie, Ma'am, ist das 501 Roosevelt Street? Roosevelt? Ich suche Leon Connor. Guter Mann. Kennen Sie ihn? Er war mit meinem Sohn befreundet. Der einzige weiße Freund in dieser Stadt. Sie sagten wahr? Er ging vor einigen Jahren. Wissen Sie, wohin er gegangen ist? Redete von einer Alligatorfarm im Sumpf. War er ein Säufer oder ein Junkie? Nicht wirklich. Wir tranken nur manchmal eine Tasse schwarz gebrannten Schnaps, das ist alles. Er sagte, er wolle Stiefel auf den Alligatoren machen. Also war ein Junkie. Mein Sohn, er weiß mehr darüber, aber ja? Er ging vor ein paar Jahren spazieren und kam bisher nicht wieder zurück. Sag bloß die Mutter von Frank. In letzter Zeit sind jede Menge Brüder verschwunden. Aber der liebe Gott sieht alles und heute richtet sich sein Zorn auf den weißen Mann. Ich hatte es scheinbar auch erwischt. Die trockenen Knochen. Lady, bitte, können Sie mir helfen? Was passiert? Kann meine Tochter nicht finden, ich flehe sie an. Helfen Sie mir. Sie ist verschwunden. Ich kann sie nicht finden. Hast du meine Grandma gesehen, eine ältere Lady? Ganz ruhig, wo sind deine Eltern? Ich habe nur meine Grandma, ich habe ihre Brille gefunden. Ohne sie ist sie blind, bitte hilf mir. Suche nach Doris' Tochter, suche nach Pats Granny. Tochter ist wichtiger. Wie heißt du? Pat. Hör, Pat. Wir müssen zuerst die Tochter dieser Lady finden, dann suchen wir nach deiner Granny. Okay. Und wenn sie verletzt ist, sie kann nichts sehen. Ich helfe Pat. Bitte, es erlaube es. Ja. Steig wieder ins Auto, Mitch. Mom, wir müssen helfen. Schau dich doch um. Gut, wir durchsuchen die Umgebung und nach einer Weile treffen wir uns wieder hier beim gelben Haus. Wann immer Mom das Gefühl hatte, dass ich im Recht war, war sie nicht konsequent genug. Das war immer so, jedes Mal.
Meine Tochter hatte rote Kleidung an. Wir müssen nach links. Oh je. Sag nicht, dass sie jetzt tot ist. Nach links, ne? Aber da würde ich halt auch rennen, ne? Da würde ich rennen und schreien und heulen und nicht so entspannt die Straße lang dümpeln. Es ist nur ein Topf. Oh Gott, das ist ja grausig. Wenn ihr irgendwas Rotes seht, müsst ihr... Ah, da hinten. Der Teddy eines Mädchens. Die Mutter wirkt wenig verzweifelt. Ich weiß nicht, ob das Kind noch lebt. Ein Hut. Somebody's hat. Da ist auch was Rotes. Oh, ein kleiner Schuh. Mein Gott, ist der Schuh meiner kleinen Tochter. Oh oh. Maybe she's hiding in the Vielleicht steckt sie sich in einem Autowrack. Nein, nein, Liebling, nicht meine Kleine. Nein, wach auf, bitte. Er ist tot, scheiße. Wenn man so viele schreckliche Dinge auf einmal erlebt, wird man ganz schnell erwachsen. Das hängt ganz davon ab, wie man es sich selbst erklärt, aber davon, wie man es erklärt bekommt. Uiuiuiui. Vielleicht hätte ich mein Kind doch nicht alleine gehen lassen sollen, weil da trifft man, sieht man ja auch Leichen, ne? Leon sprach immer wieder von Black Morris. Excuse Wie bitte? Sagte etwas über den Black Morris in Louisiana. Ist er dorthin gegangen? Er sprach ständig von dir, Schatz. Mitch, are you Mitch okay? Ist alles in Ordnung? Sure. Klar. Oh oh, hast du Pat's Granny gefunden? Yes. Ja, ich habe sie gefunden. Oh nein. That's great. Klasse, du bist ein tapferer Junge. Oh nein, wahrscheinlich war die tot, ne? Sie hat mich nur angestarrt mit irgendwie glasigen Augen, aber sie war schon eiskalt. Kacke, jetzt hat sie eine Leiche gesehen, wir waren nicht dabei. Oh, das tut mir so leid, Mitch. Wir hätten, aber gut, dann hätte es keine Mädchen tot gesehen. Pat schloss ihre Augen und sagte, ich solle gehen. Er hat heftig geweint. Du hast dein Bestes gegeben. Du hast geholfen. Pat sagte, dass er noch seine Granny hat. Jetzt ist er allein. Wenn er sich richtig anstrengt, ist er nie allein. Verstehst du? Boah, was eine Aussage. So funktioniert das also? Nein, aber wenn er sich auf die Hilfe anderer verlässt, wird er sterben. Wenn er allerdings für sich selbst kämpft, wer weiß? Boah! Das bedeutet, er ist schon tot. Wenn du plötzlich allein wärst, Mitch, möchtest du dann, dass jemand sagt, du bist schon tot? Aber ich werde nicht allein sein, du wirst doch wieder gesund, oder? Oh, ich lüge nicht an, ja, mein Schatz. Das ist der Tochter von Doris. Lüge sagt die Wahrheit. Oh, scheiße, was soll ich denn machen? Ich hätte ihn auch nie allein losgeschickt, weil erstens mal kann was passieren, zweitens siehst du da Leichen, das ist nicht gut und... Ich glaube, ich würde ihn jetzt... Soll ich ihm echt die Wahrheit sagen, dass sie auch tot ist? Wahrheit. Wir haben sie gefunden, aber es war zu spät. Aber sein Vertrauen ist runtergegangen. Wir müssen weiter, Schatz. Bis Black Morris ist ein langer Weg. Dass wir auch überhaupt nicht traumatisiert sind. Dass hier niemand die Polizei irgendwas... gut, Telefone, haha. Aber dass da irgendwie niemand kommt, war damals noch ganz anders. Ne? Heutzutage würde sofort anrufen und Fotos machen. Das war in der Zeit halt nicht einfach. Boah, wir hätten lügen sollen. Und wir haben den einfach mal überlebt, ne?
Ich glaube, sie meinte etwas anderes, als sie vom besten Urlaub aller Zeiten sprach. Aber trotzdem war der Urlaub ein Wendepunkt im Leben, zumindest hat er meines verändert. Das sagte meine Mutter, jede Tat, egal ob gut oder schlecht, hat Konsequenzen. Das ist Karma. Sie hatte natürlich recht. Aber nachdem wir die Stadt verlassen hatten, überkam ich das Gefühl, dass keiner meiner Taten irgendwie bewirkte. Überhaupt nichts. Ich hoffe, das Kind wird ein ordentliches Kind. Oh je, jetzt weint sie, die Arme. Sind wir schon da, Mom? Mom? Oh nein, ich bin ohnmächtig. Mom! Oh nein. Mom, wach auf. Oh je. Entspann dich, Mom. Ich kümmere mich um sie. Die Polizei. Alles klar, Kleiner. Was machst du hier? Lüge. Antwort ausweichen. Lüge. Antwort ausweichen. Wir haben eine lange Fahrt hinter uns und mussten uns einfach mal ausruhen. Gut. Bleibt aber nicht zu lange. Es wird schon dunkel. Dass sie nicht wundert, dass das Kind aussteigt und nicht die Mutter, die vielleicht unter Drogen sein könnte. Wahrscheinlich hat die Mutter einen Gehirntumor, ne? Weil die hält sich auch immer den Kopf. Wie fühlst du dich, Mom? Viel besser, mein Schatz. Ich sehe mal, was mit dem Auto ist und du versuchst es zu starten. Gott, das Auto, ey. Verdammt, es wird schwer, hier rauszukommen. Okay, Mitch, starte es mal. Okay, Mom. Das kleine Kind kann ja fahren. Sie freut sich, dass er nicht geschossen hat. Mein Kind hat so viel gelernt. Bist du okay, Mom? Ja, mach dir keine Sorgen. Jetzt kotzt sie auch noch. Mom! Oh, shit. Oh, ist alles gut, Mitch. Oh, je. Um Gottes Willen. Abschleppwagen. Was für ein Zufall. Nimm die Waffe bitte um Hilfe. Entscheide, was du tun willst. Warum soll ich die Waffe nehmen? Was ist das für eine... Ich bitte mal um Hilfe, oder? Can you help us? Können Sie uns helfen? What happened? Was ist passiert? It won't start up. Springt nicht an. Where's your Wo dad? Ist dein Dad? Not nicht around. Hier. Helfen Sie uns, Sir? Will you help us, sir? Meine Autowerkstatt ist nicht weit von hier. Ich werde euch abschleppen. Wir hatten Glück. Was? Das werden wir schon sehen. Ja, oh nein. Ich glaube nicht, dass der so... Die AIDS-Zahlen steigen ja auch immer weiter an, aber es könnte auch ein Hirntumor sein. Ich bin Louise, das ist mein Sohn Mitch. Wir werden es erfahren. Thomas. Nochmals vielen Dank. Sie werden mir später danken. Oh Gott. Wie lange wird die Reparatur dauern? Schwer zu sagen. Oh, ist der angesoffen? Wie fährt der denn? Ich glaube, der Typ ist nicht so koscher. Ich der nächste Daddy. Der Typ ist sehr creepy. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. I'm not sure. Oh, du hast Gäste mitgebracht. Willkommen. Ihr Wagen hat eine Panne. Ich kümmere mich jetzt darum. Guten Abend. Wir wollen nicht stören. Ach was, wir lieben Gesellschaft, aber es kommen nur selten Gäste vorbei. Wie heißen Sie, Liebes? Louise, das ist mein Sohn Mitch. Ich bin so froh, dass Thomas sie gefunden hat. Mein Sohn ist ein guter Junge. Das stimmt, er hat angehalten, um uns zu helfen. Wohin sind Sie unterwegs? Sag die Wahrheit. Noch weit, nach Louisiana.
Ach, das ist ziemlich weit. Ohne Wagen wird das schwierig. Was wartet dort auf Sie? Wieso immer, wenn ich die Wahrheit sage, geht Vertrauen runter? Warum denn eigentlich? Dann lüge ich jetzt. Just business. Geschäftlich. Wo ist dein Vater, kleiner Junge? Sag die Wahrheit, gib wieder Worte. Wahrheit. Ich weiß es nicht. Very well. Gut, dann mal rein. Warum geht es immer wieder runter? Mein Vertrauen ist auf 32, ich verstehe es nicht. Danke für die ganzen Subs, die lese ich nachher vor. Ich habe Kekse gebacken. Ist es so gut, hier hinzugehen? I'm not sure. Oh Gott, wie viele Kinder sind hier denn? Hä? Wo kommen die denn her? Das sind meine Enkelingen. Drillinge? Hi, wie heißt du? Mitch. I'm Ada. Ich bin Ada. Ida. Ida. Oda. Oda. Wanna play with us? Willst du mit uns spielen? Good idea, Gute Idee, Ada. Go play Geht together. Zusammen spielen. Wie so ein Horrorfilm, ey. Oh, die armen Kinder, ihre Mutter hat sie verlassen, als sie noch klein waren. For no reason, ohne triftigen Grund, like einfach so. Just like einfach that. So. Eines One Morgens hat sie einfach ihre Sachen gepackt und ist verschwunden. Ich ziehe sie jetzt mit meinem Sohn auf, aber er kennt sich mit aus besser aus als mit Kindern. Er lebt schon immer in seiner eigenen Welt, aber er ist ein guter Junge. Mir fällt direkt hier dieser Schlagstock auf diese Baseballschläger. Ja, das hat sie schon gesagt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir der liebe Gott noch lässt, aber ich werde nicht ewig leben. Die Mädchen brauchen eine Mutter. Jemand muss sich vor der Welt beschützen und ihnen sagen, dass sie die Hausarbeiten machen müssen. Mir fällt dieser Baseballschläger hier direkt ins Auge. Da gibt es ein großes Problem. Ohne Licht kann ich nicht viel tun. Wir haben keinen Strom. Ein Tornado hat alle Stromleitungen weggerissen. Sie können in unserem Gästebett übernachten. Ich sehe morgen an, was ich tun kann. Wir wollen Ihnen keine Mühe machen. Oh, keine Widerworte, Liebes. Wir lieben Gäste. Außerdem bleibt Ihnen keine andere Wahl, oder? Ja, ich werde den Laden jetzt abschließen. Man weiß nie, wer so in einer Nacht herumschleicht. Was für eine Nacht? Es ist dunkel. Gehen wir auf Ihr Zimmer. Ich zeige Ihnen alles. Ich habe kein gutes Gefühl. Machen Sie sich keine Umstände. Vielen Dank. Thank you. Danke, Sie sind sehr nett. Oh Mann, das Vertrauen geht runter. Keine Ursache. Warum ist mein Vertrauen so schlecht? Ich verstehe es nicht. Ich hätte dir nicht vertrauen sollen. Ich habe so ein ganz dummes. Ich habe Resident Evil 7 Vibes. You wanna play hide Willst du mit uns verstecken spielen? In the dark? Im Dunkel? You scared? Hast du Angst? Lüge. Ich sag die Wahrheit. Ich mag die Dunkelheit nicht. Wenn du gewinnst, wird es hell. Jede von uns versteckt sich in einem anderen Zimmer. Du musst uns nacheinander finden, den Namen sagen und eine Kerze entzünden, wenn du richtig erraten hast. Schließe deine Augen und zähle bis 10. Gott. 1, 2, 3. Sind diese Mädchen gruselig? Ja. 10. Ready or not, here I come. Ready or not, here I come. You can hide. Gonna find you. Okay, öffnen. Locked. Abgeschlossen. Okay, wo habe ich eigentlich die Kerzen, von denen hier gerade gesprochen worden ist? Also wirklich volles anstrengende Leben. Immer nur irgendwie auf Achse und es wäre mir wirklich zu anstrengend. Da ist doch das Kind, das war jetzt ja sehr schwer. Gefunden. Nicht so schnell, du musst erst doch meinen Namen sagen. Oh verdammt, war das Ada, Oda oder Ida? Oh mein Gott. Ada? Oh verdammt. Ich glaube, das war Oda. Oder war es Ida? Your name is Ida, right? You forgot my name. Du hast meinen Namen vergessen. Oh nein. Geh zurück in den Flur und zähl nochmal. Oh Mann. No. 9, 10. Ready or not, here I come. Oh Mann, ey. Ach, da ist jetzt eine andere drin. Oh mein Gott. Okay, also. Da ist eine andere jetzt.
Found you. Hab dich gefunden. Yes, but do you remember my name? Erinnerst du dich an meinen Namen? Sure, I remember. Logisch erinnere ich mich. Also, es kann ja schon mal Ida wahrscheinlich, oder? Die Rothaarige war nicht Ada, oder? Your name must be Ida. No, I'm not. Mann! My name is Oda. Okay, rothaarig ist Oda. Rothaarig ist Oda, das wissen wir jetzt. Okay. 9, 10. Also. Ready or not, here I come. Rothaarig Oda. Das ist wieder die Blonde. Wie hieß die nochmal? Hab ich zugehört. Gotcha. So. Not so fast. You still have to say my name. Du musst noch meinen Namen sagen. Oda war es nicht. Es war, glaube ich, Ada, oder? Your name is Ada. Good. Ja. Gut. Voll süß, dass die diese Kerzen dann anmachen. Okay, sehr gut. So. Dann ist das jetzt ein Kinderspiel, wortwörtlich. Hahaha. Oh, was macht denn der? Keep your mouth. Sei still. Du willst doch nicht, dass ich dich bestrafe, oder? Oh mein Gott. Wer ist da drin? Oh Gott, da ist ein Kind drin. Oh mein Gott, wie traurig. Okay. Oh oh. Das ist aber echt sehr, sehr spooky. Er ist ja echt schwer, euch zu finden, Leute. So. Da bist du. Du hast mich gefunden. Jetzt musst du meinen Namen sagen. Okay. Okay. Sicher, dein Name ist... Dann ist es ja Ida, oder? Ida. Your name is Ida. Yes. You can light my candle now. Kannst jetzt meine Kerze anzünden. Okay. So, und dann kommt jetzt nur noch die letzte. Die wird wahrscheinlich hier drin sein. So. Gotcha. Hab dich gefunden. Oh nein, sie weint. Was ist los, Girl? Hey, was ist los? Ich habe ihn gehört. Was? Wen? Aus dem Keller. Du nimmst mich auf den Arm, oder? Oh Gott. Habt ihr noch einen Bruder? Alles in Ordnung, ist nichts passiert, okay? Gib mir deine Hand, dann gehen wir. Wir können erst herauskommen, wenn du unseren Namen erraten hast. So lauten die Regeln, ansonsten werden wir bestraft. Hey, es ist nur ein Spiel, aber okay. Okay. So, also war sie, die Rothaarige, war die jetzt Ida? Also Ada haben wir, oder es war Ida, oder? Nee, es war Ada. Oda. Your name must be Oda. Yes, you remember. Du weißt es noch. Du kannst jetzt meine Kerze anzünden. Ich habe voll die angenehme Stimme. Du hast es geschafft. Morgen spielen wir ein anderes Spiel. Morgen gehe ich. Man weiß ja nie. Wer lebt hinter dieser Tür? Niemand? Ich sah, wie euer Dad aus dieser Tür kam und mit jemand sprach. Sollen wir es ihm sagen? Im Keller lebt ein Geist. Ein Geist? Bist du sicher, dass es kein Monster ist? Ich wusste, er würde es nicht glauben. Niemand darf ihn betreten. Dein Dad war dort. Der darf das. Der Geist sagt ihm, dass er ihm Sachen bringen soll. Dafür tut er uns und unserer Grandma nicht weh. Aber manchmal in der Nacht... Was? Hört man schreckliche Geräusche im Keller. Essenszeit, Kinder. Oh nein. Weißt du, mein Junge, deine Mom und ich sind seine Freunde. Ich fühle es. Sie sind nicht auch Liebes? Ich fühle eine ausweichende Antwort. Sie sind sehr freundlich, Ma'am. Sie erinnern mich an jemanden, aber sie sind viel hübscher. Ist sie nicht hübsch, Thomas? Oh nein, bitte, ich will nicht mit dir verkuppelt werden. Bitte nicht, leave me alone. Oh Gott, da klopft schon wieder dieses Kind an der Kellertür. Um Gottes Willen. Ah, Tom. Hi, Tom. Gast George.
Max Hunters Farm, 11 Uhr. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Ich werde da sein. Eine Sache noch. Hast du hier irgendwo zufällig einen blauen Cadillac gesehen? Er stand angeblich an der Straße. Nö, hab ich nicht gesehen. Okay, bis später. Das wird ein Riesenspaß. Stimmt, vielleicht lebt ja die Mutter im Keller. Liebes, wenn sie Single wären, würde mein Tom perfekt zu ihnen passen, oder? Oh mein Gott. Mom, kannst du bitte still sein? Ach, warum tragen sie eigentlich nicht ihren Ehering? Antworte ausweichend. Dieser Truthahn schmeckt wirklich lecker. Gedämpfte Geräusche aus dem Keller. Habt ihr das gehört? Ist das der Geist? Ein Gespenst? Nun, du bist schon zu alt für Geistergeschichten. Ich habe gehört, dass ihr ihm allerlei Sachen bringen müsst. Ja, Fallen für die verdammten Ratten. Und einmal wurde unser Hund von einer Klapperschlange gebissen. Was ist dann passiert? Gestorben. Die Klapperschlange oder der Hund? Der Hund ist gestorben, die Schlange verschwunden, Mitch. Und ich werde euch rotzfreche Gören bestrafen, weil ihr unsere gestern einen Schrecken eingejagt habt. Sie haben nichts getan. Schimpfe mit Mitch, wechsel das Thema. Warum soll ich ihn anmotzen? Weil er es jetzt verraten hat, oder wie? Kinder müssen schon lernen, auch mal die Schnauze zu halten, also nicht alles weiter zu. Ich wechsle trotzdem mal das Thema. Wie wird der Truthahn zubereitet? Scheiße, ich hätte ihn anschnauzen sollen. Ich zeige es Ihnen, Liebes. Es ist ein Familienrezept. Vielen Dank für dieses tolle Essen. Gern geschehen. Wir haben gerne Gäste. Wir gehen ins Bett. Ich kann kaum noch stehen. Mom ist krank. Was haben Sie denn, Liebes? Nichts Ernstes, nur eine Erkältung. Frühstück um 7. Noch einmal vielen Dank für alles. Gute Nacht. Ich glaube, ich muss den Kleinen mal sagen, dass er nicht immer alles rauslabert. Mom, das ist ein seltsamer Ort. Was hast du auf dem Herzen? Als Mr. Thomas aus dem Keller kam, habe ich gehört, wie er jemanden gedroht hat, wenn keine Ruhe ist. Und später haben mir die Schwestern von einem Geist erzählt, der dort unten lebt. Und beim Abendessen haben wir dann Geräusche gehört, die aus dem Boden drangen. Hier passiert etwas Böses, Mom. Vielleicht bilden wir uns das nur ein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Woher weißt du das? Oh Gott, das hört man schon wieder. Oh, es ist gruselig. Ruhe da drin. Ich werde mir das ansehen, sonst kann ich nicht schlafen. Ich begleite dich. Nein, Mitch, du bleibst hier und kommst nicht raus, egal was passiert. Verschließ die Tür. Wenn ich dreimal klopfe, lässt du mich wieder rein. Mom, ich fürchte mich vor diesem Geist. Ich möchte nicht alleine sein. Mom, es gibt keine Geister. Man muss hart sein. Es gibt keine Geister. Mein Schatz, Geister werden nur von Menschen erfunden, die etwas zu verbergen haben. Und wir fürchten uns nur, weil wir nicht wissen, was sie verheimlichen. Darum werde ich nachsehen. Du bist jetzt ganz tapfer und wartest hier auf mich, in Ordnung? Okay. Du bist ein kluger Junge. Die Kellertür ist verschlossen. Ich werde nach dem Schlüssel suchen. Wahrscheinlich ist er sogar hier, ne? Der hat doch den Schlüssel mitgenommen. Ist doch ganz offensichtlich. Hier liegt ein Revolver. Und die Waffe nehme ich auch mal mit. Um Gottes Willen. Nicht gut, in einem fremden Haus sowas zu tun. Aber er hat doch den Schlüssel in seiner Hosentasche. Das haben wir doch ganz eindeutig gesehen. Ein alter Koffer, aber kein Schlüssel. Genau, erstmal schön laut rumstampfen.
Damit doch jeder weiß, dass wir hier gerade die Bude illegal durchsuchen. Warum sollte er genau da drin sein? Nur Löffel, Messer, Gabeln und ziemlich schmutzig. Hm, hier vielleicht? Dieses Messer da drin steckt. Ach nee, sag bloß. Das müssen die Schlüssel sein. Also so einen wichtigen Schlüssel würde ich doch in meiner Hosentasche behalten und nicht irgendwo rumliegen lassen. Mir gefällt nicht, dass dieser Prügel hier steht. Ich glaube, der wird jetzt gleich genommen. Hey, die hat Eier, ne? Damn. Mist. Keiner passt. Ah, hat. Oh nein, er ist hinter uns. Oh nein. Oh nein. Du wirst ihn bald Gesellschaft leisten, du neugierige. Ho, ho. So, okay, ich hole mir jetzt wahrscheinlich den Schläger, den ich da schon die ganze Zeit gesehen habe. Das ist 100 Pro der Vater. Und hau den da, der ist mir schon die ganze Zeit aufgefallen, der Schläger. So, mein Freund. Jetzt gibt's mal richtig auf die Fresse. Sehr gut. Ach, der wollte mich erwürgen. Mitch, suche nach einem Seil, um ihn zu fesseln. Hey, das arme Kind, ne? Also das Kind ist danach ultimativ verstört, nach dem, was es schon alles erlebt hat. Also wirklich. Es musste schon so viel Scheiße mitmachen. Es hat Leichen gesehen. Hat gesehen, wie wir uns erschossen haben. Also, wenn der Junge danach keinen Schaden hat, weiß ich auch nicht. Oh, ich hoffe nur, dass ihn dieses Seil halten, dass dieses Seil halten wird. Das muss der Kellerschlüssel sein. Gehen wir da rein? Verbiete Mitch zu gehen. Erkläre, dass du ihn nicht mehr in Gefahr bringen möchtest. Ich möchte dich nicht mehr in Gefahr bringen. Nein, Mitch, ich gehe da rein. Du gehst zurück in dein Zimmer und dieses Mal bleibst du dort. Du hast nichts gelernt. Du hast offenbar Sachen gelernt, die mir Angst machen. Und ich habe dir alles beigebracht. Was ist falsch daran? Mitch, please. Mitch, bitte. Ich dachte, das ist eine normale Kindheit. Nein. Das war eher Saddest Month, aber wirklich. Hallo an alle, ihr Stinkies. So, okay, let's go. Lass uns da mal reingehen. Okay, oh Gott, was auch immer da unten ist. Ist es nichts? Thomas und seine Freunde. Oha. Da bist du ja, du Mistkerl. Wen haben die denn da erhängt? Ach, das ist ein Ku Klux Klan. Ich kenne den Kerl nicht, aber für die komplette Familie fehlt uns nur noch die liebe Granny. Da ist 100 Pro die Granny. Hallo, wer bist du? Brünette Frau. Das ist 100 Pro die Mutter. Das ist 100 Pro die Mutter. Oh mein Gott. Was geht hier vor? Vorsicht, er kommt zurück. Du musst weglaufen, wenn er es herausfindet. Ganz ruhig, er wird euch nicht mehr wehtun. Lass uns frei, bitte. Ach, sind mehrere Frauen drin? Oh Gott, dann hätte der es mit mir bestimmt auch gemacht. Hey Leute, ich möchte nicht wissen, wie viele Frauen in irgendwelchen Kellern gefangen sind oder Menschen generell. Ich will, also, unfassbar. Oh mein Gott. Wie lange hält er euch schon hier fest? Das sind die Mütter! Ich weiß es nicht, einige Jahre. Das sind alles die Mütter von den drei Kids. Und diese kleinen Mädchen? Das sind unsere Töchter. Wir konnten sie oben spielen hören. Er ist ihr Vater. Ich war am Highway joggen, da hat er mich entführt. Er ist in unser Haus eingedrungen. Er hat meinen Dad mit einem Hammer niedergeschlagen. Lebt mein Vater noch? Ich hatte ein Date mit ihm in einer Bar. Da bin ich in diesem Käfig aufgewacht. Warum hat niemand nach uns gesucht? Oh, jetzt habe ich wieder Kopfschmerzen. Was ist los mit dir? Es geht mir jetzt gut. Gehen wir nach oben. Er wird uns töten. Nein, er wird eine Zeit lang nicht aufstehen. Oh mein Gott. Kranke Scheiße. Was machen wir mit ihm? Gerechtigkeit, die Polizei.
glaube die Polizei. Ich glaube, in Amerika leidet der richtig. Wären wir in Deutschland, würde ich sagen, Gerechtigkeit. Aber ich würde die Polizei rufen. Aber die Polizei, die sucht doch auch uns, oder? Binde ihn nicht los, egal was passiert, ruf die Polizei. Sie sind seine Kumpels. Seine Kumpels werden es auch nicht vergessen. Aber wenn ihr Angst habt, ruft eure Lokalzeitung an. Du Schlampe, sagt die Mutter. Oh Gott, was mache ich jetzt? Schießen! Oh nein! Okay, aber ich muss jetzt abknallen, ne? Oh mein Gott, die wusste das. So, Schnauze. Zum Glück habe ich die Waffe mitgenommen. Ich hatte keine Wahl. Noch am Leben. Darum kümmern wir uns. Ich gehe jetzt. Kennst du zufällig die Farm von Max Hunter? Aber ich habe doch gar kein Auto, dann nehme ich jetzt seins. Nehme jetzt seins, sehr gut. Oh mein Gott, ey. Wir verschwinden. Wer war da im Keller? Das erzähle ich dir unterwegs. Um Gottes Willen, ey. Also von einer kranken Geschichte in die nächste. Wozu brauchst du die Sachen von Mr. Thomas? Jetzt spielen wir die Geister. Sollen wir die Dinge von Louisiana in Ordnung bringen? Ziel Louisiana. Sollen wir die Dinge vor Louisiana in Ordnung bringen? Welche Dinge denn vor Louisiana? Nein, Ziel Louisiana. Aber was meinen wir denn jetzt damit? Meinen die vielleicht... Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was gemeint ist. Wir hatten davor den Tornado. Wir hatten die zwei getroffen in der Wüste. Nochmal ja. Ja, Mom. Bringen wir die Dinge in Ordnung. Also habe ich dich doch etwas gelehrt. Was machen wir jetzt? Mom war der Wahnsinn. Jetzt erkenne ich das. Aber andererseits würde ich es mir zweimal überlegen, ehe ich mein Kind in Gefahr bringe. Oh, oh, Leute. Das war nicht gut. Whisper in the Fields. Was machen wir denn jetzt? Ah, okay, hier. Weil die hier die Leute hängen. Diese Schweine. Natürlich, gut, dass wir es gemacht haben. So, jetzt gibt's aufs Maul. Dieses Mal bleibst du im Auto sitzen. Du musst es schwören, Mitch. Du schwörst zuerst, dass dir nichts passieren wird. Ich schwöre. Ich glaube dir nicht. Ich glaube dir auch nicht. Oh mein Gott. Ach so, die denken jetzt, ich bin der, ne? Um Gottes Willen. Ey. Oh mein Gott, der Arme. Endlich, Thomas. Du hast dir verdammt viel Zeit gelassen. Waffe runter, Thomas, sonst schießt du diesen noch über den Haufen, bevor wir ihn ausknüpfen können. Auf die Knie. Thomas ist verschwunden. In 2 Sekunden kniest du auf den Boden, sonst geht es dir genauso. Dich treffe ich, mein Schatz. So. Du Arsch. Das ist aber jemand tapfer. Er könnte noch am Leben sein. Willst du ihm helfen? Nimm deine Kapuze ab. Du kennst ihn? Ja, er ist unser Sheriff. Oh, das überrascht mich nicht. Ich habe seine Bilder gesehen. Leg ihm die Handschellen an. Du machst einen großen Fehler. Du hast einen Fehler gemacht, als du deine Kapuze für all die Fotos der Lynch-Party abgenommen hast. Boah, ey, was ist das für eine korrupte Scheiße? Nimm ihn die Waffe ab. Ich habe deine Bilder und andere haben sie auch. Auf jedes davon steht die Todesstrafe. So, mach ein Angebot, das die Weiterreise erleichtert. Biete dem Gefangenen an, das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen. Boah, das ist jetzt schwierig. Mach ein Angebot, das die Weiterreise erleichtert oder biete dem Gefangenen an, das Gesetz in die eigene Hand zu geben. Ja, der bringt ihn halt dann um. Und dann kommt er in den Knast, weil rauskommt, er ist irgendwie... Ja,
Also wenn er wird ihn umbringen, dann ist, kommt er eh in den Knast, weil ja, kommt eh raus und am Ende sind wieder alle anderen, sind wieder alle anderen schuld und die Cops die Armen. Ich würde eins sagen. Wir wissen, wer du bist. Aber du weißt auch, wer ich bin. Nein. Mach es dir leichter. Ich war die in dem blauen Cadillac. Also wirst du gesucht. Ich sehe das so. Wenn ich in den Knast komme, landest du auf dem elektrischen Stuhl. Ich habe all deine Bilder, auf denen all die Menschen zu sehen sind, die du getötet hast. Also wenn ich dich die Cops, also wenn mich die Cops anhalten, zeige ich sie ihnen. Okay. Ich weiß, was du denkst. Wenn du uns jetzt schnell umbringst, wird niemand diese Fotos zu Gesicht bekommen. Aber ich habe sie schon an einen sicheren Ort geschickt. Sollte auch nur eine einzige Person mit einer anderen Hautfarbe in oder um die Stadt Hope verschwinden, gehen die Fotos sofort an die Zeitung. Und, du und weißt du was? Würde mein Sohn jetzt nicht hier sein, würde ich dich umbringen, auf der Stelle. Warum kannst du ihn nicht dort abliefern? Ich muss in die andere Richtung. Ich muss nach Black Morass in Louisiana. Black Morass? Ja, warst du da schon mal? Nein, leider nicht. Aber ich habe einen guten Freund, der dort lebt, auf der Alligator Farm. Oh, bestimmt mein Mann. Heißt er Leon? Oder mein Vater? Gütiger Gott, Leon, natürlich. Also, Luis, ja, als ob er ihn zufällig kennt, unseren Vater. Leon sprach oft von dir. Deine Mutter sagte dasselbe. Ich traf sie in Hope. Ach, witzig. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen und wie unergründlich sind seine Wege. Ach, das ist der Sohn von der Oma oder wo der Tornado war. Dein Vater hat dir so viel zu erzählen. Er war von großem Leid erfüllt, dass ihm keine Zeit mehr blieb. Was meinst du mit ihm? Ihm lief die Zeit davon. Finde ihn und frag ihn selbst. Das muss ich übernehmen. Das mit dem Sheriff verlasse ich dir, aber mach keine Dummheiten. Er wird dir alles Gold der Welt versprechen. Danke, Luis. Boah, episch. Später lasen wir in der Zeitung, dass ein den Sheriff entführt hatte, aber der Sheriff konnte sich befreien und ihn töten. Nein, aber sie folgten uns nicht. Hast du ihn erwischt, Mom? Ich bin mir nicht sicher. Ich hätte dir mit der Winchester helfen können. Sobald du eine Person erschossen hast, wirst du das Verlangen spüren, es wieder zu tun. Und? Tja, wenn du eine unschuldige Person tötest, wird es dich dein Leben lang verfolgen oder jemand wird dich umbringen. Und warum hast du dann geschossen? Damit dich niemand tötet. Besuchen wir Grandpa? Ja. Ist Grandpa cool? Er war mal sehr cool. Dann hat er seine Kinder allerdings ohne ein Wort verlassen. Und mein Dad hat uns auch ohne Worte verlassen? Nein. Kannst du mal für eine Weile still sein, Mitch? Der Vater wusste doch gar nicht, dass sie schwanger ist. Ich weiß auch nicht, warum das Spiel Bester Monat heißt. Ich finde das eigentlich ganz grausig, was sie mit dem Kind erlebt. The best month ever. White doesn't suit you. Die nächsten Stunden fuhren wir schweigend. Plötzlich sah mich meine Mutter an und sagte, das Wichtigste im Leben sind Prinzipien. Fuck. Und ich dachte, wir leben in einem Scheißloch. Das ist offenbar die einzige Möglichkeit. Los, mal sehen, was es so draußen gibt. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Wir haben nicht den ganzen Weg auf uns genommen, um jetzt umzukehren. Okay, ab ins Auto. Oh je, ey, was für schlimme Stories, ey. Grandpa mag anscheinend keine Gesellschaft. Haha, es ist vielleicht gar nicht so übel. Oh Gott. Nein, ich wusste es. Fahr schneller. Shit. Scheiße, ich spring aus dem Auto, Mitch! Hat sie nicht Alligators? Mom, wo bist du, Mitch? Wo bist du? Hilf mir, ich kann nicht schwimmen! Halt durch, Mom. Ich lass mir was einfallen. Um Gottes Willen. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob unsere Mami das überleben wird. Sie hat so überall Alligators.
Oh, shit. Hold on, Mom. Halt durch, Mom. Also komm, das Stückchen hätte die ruhig auch schwimmen können. Das wäre ja wohl nicht das Ding gewesen, oder? Also das Stückchen schafft man dann, glaube ich, schon. Oh, vielen Dank. You okay? Geht's dir gut? Wenn ich mir überlege, dass wir gerade alles verloren haben, was wir haben, sicher, Mitch. Sure, Mitch. Es ist alles in Ordnung. So, was machen wir jetzt? Now? Wir gehen zu Fuß weiter. Oh Gott, schrecklich. Zu blöd, dass Grandpa nicht weiß, dass wir kommen. Er würde kommen und uns abholen. Er würde ja. Das hoffe ich. Bist du wütend auf mich? Sag die Wahrheit, antworte ausweichend. Sag die Wahrheit. Ich bin wütend auf mich selbst. Ich wusste, dass ich nicht über diese verdammte Brücke hätte fahren sollen. Oh Gott, ey. Aber hier gibt's doch Krokodile, Mann. Ein Straßenschild. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich weiß aber nicht, wohin. Wer lebt an diesem Ort? Dein Großvater. Vielleicht hat er sie nicht mehr alle. Niemand in unserer Familie hat sie alle. Ist okay, Mom? Oh nein. Nur ein bisschen müde, das ist alles. Los, gehen wir, bevor die... Steigen wir über den Gipfel. Boah, ich... Wie kann man denn, wenn man schon so viel Zusammenbrüche hat wie sie, mit dem kleinen Kind so eine anstrengende Reise machen? Guck mal, vielleicht kippe ich jetzt gleich um und ich kann gar nichts mehr machen mit dem Kind. Ich muss mich ausruhen. Hast du Angst, Grandpa zu treffen? Ich denke schon, aber das braucht dich nicht zu beunruhigen. Ich werde dich verteidigen, wenn es sein muss, Mom. Grandpa wird mir nichts tun, Mitch. Ich befürchte nur, dass wir uns all nach der Zeit nicht mehr verstehen werden. Mitch, was würdest du sagen, wenn du hier leben müsstest? Niemals! Was, wenn Grandpa ganz in Ordnung ist? Dann gehen wir nach Hause, oder? Nein. Du willst hier bleiben? Wie lange? Mitch, ich bin sehr krank. Also musst du dich ausruhen. Gehen wir deshalb zu Grandpa? Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen Grandpa finden. Ich hoffe, dass Grandpa zumindest weiß, wie man angelt. Halte die Tränen zurück. Er werde emotional. Ich halte die Training zurück. Mom? Es geht mir gut, mein Schatz. Das war echt ein Abenteuer, was? Ja, der beste Urlaub aller Zeiten. Oh Gott. Ich liebe dich, Mitch. Ich finde den Weg. Ruh dich jetzt einfach aus. Okay. Sei einfach vorsichtig. Oh Gott, wir werden jetzt bald sterben. Und dann müssen wir uns von dem Kind verabschieden. Das wird richtig emotionaler Shit werden. Ich pack das nicht. Wir wussten beide, dass es nicht gut ausgehen würde und wir hofften beide, dass die Geschichte ein Happy End nehmen würde. Gute Idee, sein kleines sechsjähriges Kind in der Gegend rumlaufen zu lassen, alleine, wo es Krokodile gibt. Genau davon spreche ich. Oh mein Gott. Um Gottes Willen. Quick, Kid! Schnell, Kleiner, ich werde dir helfen. Nimm meine Hand. Ey, ich würde da nie leben wollen. Das ist ein absoluter Albtraum. Never. Bist du verrückt? Was hast du da unten gemacht? Bitte, erschießen Sie ihn, Ma'am. Sie ist eine Mutter, die ihren Nachwuchs beschützt. Du bist in ihr Nest so nahe gekommen. Daher wollte sie dich fressen. Was war das nicht ihr Recht? Mich zu fressen? Das war nicht ihr Recht gewesen. Was machst du hier, Kleiner? Meine Mom braucht Hilfe. Wir waren gerade nach Black Morass unterwegs. Da hatte sie einen Schwächeanfall. Zu Fuß? Zu Black Morass? Dann seid ihr wohl ziemlich dumm oder ziemlich verzweifelt. Beides. Hätte mich das Monster gefressen, hätte Mom nach mir gesucht. Und wenn sie meine Überreste gefunden hätte, wäre sie wahrscheinlich gestorben. Boah, das wäre richtig schlimm gewesen, ne? Ja, kommt auf YouTube. Mom! Mom! Boah, die sieht schon richtig krank aus. Entspann dich, Kleiner, wir sind fast da.
jetzt so Angst, sie da runterfällt. Come on, kid. Help me. Komm, Kleiner, hilf mir, sie nach Hause zu tragen. Alligator Farm. Oh je, oh je, oh je, oh je. That don't looky looky good. Throw higher. Wirf höher. Feeling better? Fühlen Sie sich besser? Much better. Viel besser. Nochmals vielen Dank, Ma'am. You should thank your son. Sie sollten Ihrem Sohn danken. What would I do without Was würde ich you, nur ohne dich machen, Mitch? You must have slept for du musst 12 Stunden hours. Geschlafen haben. Is it really true, Such dir wirklich nach deinem alten Herrn, um ihn die Hölle heiß zu machen? What? Was? What did you tell Was hast her, du erzählt, Mitch? That you're looking for dass ihr einen Vater sucht, der sie verlassen hat und dass sie sehr krank sind. Mitch! Ich hole noch ein wenig mehr Fleisch. Lass ihn gehen. The kid is no der Kleine dummy. Ist nicht dumm. Thank you, but Danke, I aber ich glaube, ich kenne meinen Sohn. But does he aber kennt er auch him? Sie? Was soll das heißen? Nichts Bestimmtes. Sind Sie Psychiaterin? Ich züchte nur Alligatoren. Und ich suche nur nach meinem Vater. Tut mir leid, Sie haben recht, das geht mich nichts an. Ich suche nach meinem Vater, aber ich will ihm nicht die Hölle heiß machen. Hier werden Sie ihn nicht finden. Ich weiß, dass er sich in Black Morass niedergelassen hat. Black Morass wurde vor 2 Jahren überflutet. Alle sind weggezogen. Kannten Sie diese Leute? Nein, ich habe die Farm erst danach gebaut. Oh Mann. Fühlen sich wieder unwohl? Gehen wir wieder rein? Oh mein Gott. Er hat uns verlassen, als ich 8 war. Er ist einfach verschwunden. Hassen Sie ihn oder brauchen Sie ihn? Ehrlich gesagt, beides. Nur durch reinen Hass hätten Sie es nicht so weit geschafft. Und was mit Ihnen? Leben Sie ganz allein? Ich hatte einen Kerl. Ich traf ihn, nachdem er eine 10-jährige Haftstrafe verbüßt hatte. Deswegen versuchte Mord. Als er rauskam, hatte er es wieder auf denselben Wichser abgesehen. Ehrlich, Ihr Mann klingt nach einem echten Psycho. Dieser machte sich an seine Tochter ran. Dabei war sie nicht einmal 8. Oh mein Gott. Ich weiß schon, wer das ist. Finde mehr heraus. Und was ist mit seiner Familie? Als er seine Zeit abgesessen hatte, kam er nach Hause, wo die Scheidungspapiere auf ihn warteten. Da wurde er stinksauer. Finde mehr heraus, wie er, ich weiß schon, wer das ist. Und seine Tochter? Die Kleine rannte davon, ehe er zurückkam. Er suchte im ganzen Land nach ihr. Hat er sie gefunden? Vor ein paar Jahren fand er ihre Spur in San Francisco, da war sie aber schon verschwunden. Warum hat er nach ihr gesucht? Sie war seine Tochter. Sucht er sie immer noch? Leider nein. Aber der Priester? War der Priester doch deswegen gar nicht im Knast, oder? War der Priester deswegen im Knast? Wo ist er jetzt? Bei der alten Brücke, die mit all ihren Sachen eingestürzt ist, gibt es einen kleinen Friedhof. Er ist gestorben. Das ist nicht der Priester, oder? Wie war der Name Ihres Mannes? Leon. Leon Corner. Das hätte ich mir früher denken können. Ich habe etwas für Sie. Ach, dann ist es doch der Priester. Oder der Vater? Hä, der Vater? Ach, mein Vater. Als er sie nicht finden konnte, brachte ich ihn dazu. Ah, jetzt verstehe ich. Aber er hatte keine Ahnung, wohin er sie schickt. Es ist mein Vater gewesen und der wollte den Priester umbringen. So war es. Ich kann das nicht tun, Mitch. Schließ du ihn. Louise, mein kleines Mädchen. Nach all diesen Jahren kann ich dich immer noch nicht finden. Ich verstehe, warum du vor mir wegläufst. Vielleicht hast du mich sogar. Ich möchte nur sagen, dass es mir leid tut. Es tut mir leid, dass ich all diese Lügen zuließ und dich nicht beschützen konnte. Ich hätte nicht nach dem Verbrecher suchen, sondern einfach bei dir bleiben sollen. Ich verstehe. Ich werde nie aufhören, nach dir zu suchen und ich weiß, dass wir uns am Ende wiedersehen. Okay, also.
Der ist abgehauen nach der Pfarrer, nachdem das rauskam. Und der Vater wollte den töten. Vielleicht sollten sie ihrem Sohn die Wahrheit sagen. Und der Vater hat den Priester gesucht und wollte ihn umbringen. Und deswegen kam er wegen versuchten Mordes in den Knast. Ist nach 10 Jahren wieder rausgekommen, wollte den Priester wieder suchen. Und dann hat er seine 8-jährige Tochter gesucht. Ah, deswegen. Ich habe mich schon gewundert, dass der Vater einfach die Tochter verlässt, obwohl der Priester noch zu Hause ist. Heißt, der Priester hat es weiter gesucht. Das heißt, die Tochter war in der Zeit sicher. I understand. Mitch, warte. Und sie war mit dem zufälligerweise zusammen. Hey, bleib weg vom Wassermann. Können überall Alligator sein. Mitch. Warum ist mein Dad jetzt nicht bei uns? Vielleicht wirst du deinen Dad eines Tages sehen. Warum sagst du Sachen, von denen du weißt, dass sie nicht wahr sind? Du hast deinen Dad nie kennengelernt und ich werde meinen nie kennenlernen. Kannst du mir nicht einfach sagen, was passiert ist? Eines Tages werde ich es dir erzählen. Du spielst also weiter dieses Spiel, dass ich dumm bin und nichts verstehe? Kleine Kinder dürfen das nicht wissen, richtig? Man erzählt seinen Kindern nicht alles. Ich bin kein Kind mehr, Mom. Danke dir. Was meinst du? Ich glaube, ich habe in den letzten Tagen genug erlebt, um kein Kind mehr zu sein. Das tut mir alles so leid, Mitch. Ich möchte immer bei dir sein, Mom, aber ich weiß nicht, warum wir an diesem Ort gekommen sind und du weißt nicht, was du tust. Das ist nicht fair, Mitch. Ist irgendwas von dem, was ich gesagt habe, eine Lüge? Ich glaube, es ist Schlafenszeit, Mitch. Gute Nacht. Das Kind ist ganz schön erwachsen. Süße Träume, Kleiner. Das Kind ist mir zu erwachsen, ey. Das ist gruselig. Los, setz dich zu mir auf die Veranda. Ich würde da nie meine Füße runterhängen lassen. Ich hätte so Schiss, dass da ein Alligator kommt und mich runterzieht. Sein Vater weiß also nicht einmal, dass es ihn gibt. Werden Sie sich um ihn kümmern? Er mag sie. Ich gehe jetzt nirgendwo hin. Boah, entscheide, was du tun willst. Bestehe darauf, warte auf die Antwort. Ach so, ich will jetzt ihr das Kind überlassen, weil ich gar nicht mehr lang leben kann. Ich warte auf die Antwort. Es kommt keine Antwort. Nein. Der Junge hat einen Vater. Ja, einen egoistischen Bastard. Es ist unsinnig, über Ereignisse zu reden, die 8 Jahre her sind. Wer ist jetzt egoistisch? Sie haben leicht reden. Sie sterben ja nicht. Vielleicht sterben sie, aber das Kind und sein Vater leben weiter. Na, endlich bricht's mal aus. Wenn sie es nicht schaffen, bespreche ich ihnen, dass ich mich um den Jungen kümmere. Das schwöre ich. Apple Hill. Von New Orleans aus nehmen sie die 55 nach Norden Richtung Kentwood. Dann biegen sie nach links auf eine Schotterstraße ab. Nach ein paar Meilen biegen sie rechts ab. Kentwood, das ist nicht einmal 100 Meilen von hier. Ich möchte nicht, dass er leidet, falls etwas passiert. Ich bringe sie morgen früh nach New Orleans. Ab dort übernimmt mein Freund. Danke, ich bin froh, dass mein Dad endlich die richtige Frau getroffen hat. Nun, nach 10 Jahren im Knast hatte er keine großen Ansprüche mehr. Leon redet immer von einem kleinen Mädchen, das so viel Kraft hatte. Genug, um der ganzen Familie zu trotzen. Er hat sie immer dafür bewundert. Hätte ich mir damals eine Grandma aussuchen müssen, wäre meine Wahl auf Barbara gefallen. Sogar wenn ich dafür in diese... Nachdem wir uns verabschiedet hatten, sagte Mom zu mir, Mitch, wenn wir es nicht schaffen, gehst du zurück zu ihr. Ich war darauf vorbereitet, weil ich wusste, dass wir es nicht schaffen würden. Oh, was? Stirbt die jetzt echt schon auf der Reise? Dankeschön, Kaiser. Das ist aber lieb von dir. Ich kann dir dieses Spiel sehr empfehlen. Das ist sehr geil. Und wir gehen back in time. Na los, such. Sei nicht albern, Frank. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Such. Oh. Tada. Champagner. Aus welchem Anlass? Such weiter. Ein Ticket für New York? Für morgen?
Atlantic hat sich gemeldet. Ich soll schon übermorgen mit den Studioaufnahmen beginnen. Das ist fantastisch, so schnell. Ich weiß, das ist die Belohnung für unsere unendliche Geduld. Besuchst du mich nach der Session? Willst du in New York bleiben? Willst du? Frank. Ja? Willst du Kinder? Was? Du hast mich gehört. Bist du schwanger? Hättest du gerne, dass ich es bin? Und das gerade jetzt, wo mich das größte Label der Ostküste unter Vertrag nehmen will? Alben, Konzerte, was soll ich dazu sagen? Eine einfache Frage, willst du Kinder oder nicht? Nun, bist du jetzt schwanger oder nicht? Ja. Freust du dich denn nicht darüber? Nun doch, sehr. War nur ein Witz, ich bin nicht schwanger. Was? Jesus, meinst du das ernst? Du hast mir einen Schrecken eingejagt. Ja, das habe ich bemerkt. Louise, natürlich will ich Kinder mit dir, aber jetzt ist nicht die beste Zeit dafür, verstehst du das? Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist, ja? Hey, sei mir nicht böse, unser Leben fängt gerade erst an. Und dann war sie schwanger, war pissed, dass er gegangen ist, oder was? Mein Leben hatte erst wenige Wochen zuvor begonnen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand glücklich darüber war, aber ich war es auf jeden Fall. Also war sie doch schwanger. Mom, hörst du mich? Ich kann nicht glauben, dass ich meinen Dad treffen werde. Das ist ein komisches Gefühl. Sag die Wahrheit. Um ehrlich zu sein, habe ich gedacht, dass wir das vermeiden könnten. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, komm schon, es ist nur ein farbiger Mann in den mittleren Jahren, den du noch nie gesehen hast. Was, wenn er mich nicht mag? Keine Sorge, ihm bleibt keine andere Wahl. Der beste Urlaub, den ich je hatte! Das meinte ich damals wirklich ernst. Und um ehrlich zu sein, das ist auch heute noch so. Danke für die ganzen Subs, die lese ich nachher vor, Stinkies. Dankeschön. Ich dachte, Dad wäre ein Musiker, kein Farmer. Warte hier auf mich. Ui. It's time. Knock, knock. Guten Morgen, hallo. Lester, bist du da? Sag Lester, aber nicht Frank. Die Pflanzen sind gegossen worden, also hier muss jemand wohnen. Auch so klug zu sein. Hände weg von meinen Pflanzen und verschwinde. Guten Morgen, Lester. Welchen Teil von verschwinde hast du nicht verstanden? Ich suche nach Frank. Ja, Fass. Boah, was? Oh mein Gott, reagiere oder schreie oder kämpfe. Oh, danke schön. Da kam was zu essen. Da kam eine Hand rein und die hat mir, oh verdammt, tolle Piccolinis gegeben. No. Schrei, oder? Wie entspannt ich bin. Komm her, Play-Doh. Lebst du noch, alter Junge? Wie geil. Komm. Nutzloses Stück Scheiße. Ich sehe, dass du immer noch Tiere und Menschen liebst. Sag mir, wo Frank ist. Dann bin ich sofort weg. Frank will dich nicht sehen. Hast du noch Kontakt zu ihm? Und wer bist du? Ich bin Mitch. Guten Morgen. Dein Enkel. Du hast ihn verlassen, als er dich am meisten gebraucht hat. Und jetzt tauchst du plötzlich wieder auf und denkst, ich lasse zu, dass du sein Leben ruinierst. Verschwinde! Ich verließ ihn, damit er sein eigenes Leben leben konnte. Und was willst du jetzt von ihm? Alimente? Ich habe ihm jeden Monat einen Brief geschrieben. Insgesamt mehr als 100, Lester. Er hat nie zurückgeschrieben. Jetzt weiß ich, dass ich die falsche Adresse hatte. Genau, von diesem gequillten Scheiße. Genug von dieser gequillten Scheiße. Sein Platz war immer hier auf der Farm. Wo ist Lester?
Wo ist der Lester? Er fiel in Vietnam. Bist du jetzt glücklich? Du lügst. Er wurde irgendwo in Alabama fertig gemacht. Lester. Nein, er hat einen Blutegel wie dich getroffen und ist an einer Überdosis verreckt. So oder so, für dich existiert er nicht mehr. Droh ihm. Du alter, sag mir, wo Frank ist, sonst hole ich meine Waffe, puste den Kopf weg und pisse auf deine Pflanzen. Verschwind mir von dir, Mom. Nein. Du hast ihn gehört. Er ist nicht hier. Er ist hier. Sie wollen uns hier nicht. Mitch! Wieso? Mitch, warte! Was? Alles wird gut. Hör auf zu lügen. Denkst du wirklich, ich wüsste nicht, dass dieser Urlaub kein wirklicher Urlaub ist? Was sagst du da? Siehst du wieder eine Lüge? Gib es zu. Ja gut, du hast recht. Du hättest das früher sagen sollen. Mitch, wait! Lauf nicht in Zeitlupe von mir weg! Ja, wirklich, wenn es für ein Kind am vernünftigsten ist, läuft etwas schief, aber richtig. Get down, Mitch. Entdeckung, Mitch. Warum lügst du? Weil ich Angst hatte. Habe. Du sagst ständig, dass es nichts gibt, wovor man Angst haben muss. Sag mir einfach die Wahrheit. Warum ist Dad nicht bei uns? Meine Schuld, Franks Schuld, es ist kompliziert. Boah, schwierig. Ich weiß es ja noch gar nicht. Ich nehme es mal auf mich. Ich habe so das Gefühl, dass ich die Zicke war. Ich bin vor ihm weggelaufen. Warum? Ich hatte Angst, er würde mich verlassen, so wie mein Dad. Ich wollte niemanden zur Last fallen. Und deswegen habe ich keinen Vater. Ja, es tut mir leid, Mitch. Damals dachte ich, wenn er mich finden wollte, würde er nach mir suchen. Sag schon, warum willst du, dass wir uns jetzt treffen? Ich muss ein neues Zuhause für dich finden. Du brauchst einen Vater und Familie. Ich brauche keinen Vater und keine neue Familie. Ich habe dich. Erzähl die Wahrheit über deine Kindheit. Seufz. Ich bin sehr krank, Mitch. Komm jetzt runter vom Baum. Wirst du sterben, Mom? Ich weiß es nicht. Ich vermute, das werde ich. Wir werden alle einmal sterben. Aber warum? Wir wussten es beide, aber wir taten so, als ob wir es nicht wüssten, nicht wahr? Aber ich möchte immer bei dir sein. Ich möchte auch bei dir sein, mein Kleiner. Dich zu bekommen, das war die einzig richtige Entscheidung meines Lebens. Ich werde nicht sterben, ohne eine Familie für dich gefunden zu haben. Dann gehen wir eben weit, weit weg und suchen für immer weiter. Ach, Kinder sind so süß. Ich fragte meine Mom später, welche Gedanken einem sterbenden Menschen durch den Kopf gehen. Sie sagte, man hofft nur, dass es nicht schon morgen so weit ist. Schrecklich. Hm. Oh nee, jetzt sag nicht, dass sie gestorben ist. Oh nein, aufwachen. Mom? Nein, sie ist tot. Mami? Spüre ihren Atem. Oh, sie ist dead. Sie atmet kaum noch. Ich hole Hilfe, Mom. Oh nein. Kann man sein Kind nur antun? Diese ganze Kacke. Wir haben es eigentlich nur gut gemeint und es war eigentlich von Anfang bis Ende ein Desaster. Das Kind ist wahrscheinlich komplett traumatisiert. Klopf, klopf. Please open up. Bitte aufmachen, meine Mom braucht Hilfe. Wenn sie ihr nicht helfen, wird sie sterben. Darauf falle ich nicht herein. Ich muss einen Krankenwagen rufen. Oh Gott, aber wenn ich... ich habe gar nichts geschafft, mit meinem Vater noch zu reden. Mit meinem eigenen. Also sie mit ihrem. Ist ja voll traurig. Oder hat man jetzt einfach nur die Info...
von der Frau von ihrem Vater damals bekommen. Sehr gut, Kind. Was machst du da, du kleiner Bengel? Ich schlag dich grün und blau. Meine Mama stirbt. Wenn du mich hereinlegen willst. Haben Sie ein Telefon? Nein, aber die Nachbarn. Wo denn? Ich gehe zu ihnen. Nein, sie müssen meine Mom holen. Sie ist dort auf dem Hügel unter dem Baum. Okay, okay. Geh an der Windmühle vorbei. Dann am Zaun entlang und direkt durch ein Feld bis zum einem Graben. Nach dem Graben steht am Ende der Straße ein weißes Haus. Süß, dass er mir jetzt glaubt. Oh shit. Oh Gott, was? Zeitdruck? Ah! Ah! Um Gottes Willen. Hier lang, oder? Oh Gott, wie ätzend, ey. Das arme Kind. Ich wusste nicht, wie weit ich gehen musste. Im strömenden Regen konnte ich kaum etwas sehen. Ich erinnere mich nur noch daran, dass mir das Herz bis zum Hals schlug. Oh, das arme kleine Wurstelchen. Oh Gott. Schneller, Kind, schneller! Oh Gott. Ich kann nicht schneller. Ich wollte nicht an meinen Mom denken, weil ich sonst in Tränen ausgebrochen wäre. Oder weinte ich sowieso nicht? Der heutige Regen übertönte mein Heulen. Oh. Endlich sah ich durch den Regen ein warmes Licht. Ja, da ist die Brücke. Ja, da ist das Haus. Yes. Schnell. Haben Sie ein Telefon? Was ist geschehen? Möchtest du nicht reinkommen, Kind? Keine Zeit, rufen Sie bitte einen Krankenwagen. Meine Mom ist bewusstlos, braucht Hilfe, sie ist krank. Diese Zahlentelefone. Hallo? Ja, ich brauche Hilfe. Wohin sollen Sie kommen? Zu der alten Farm in der Nähe. Apple Hill, die Farm vom alten Lester Johnson. Sie sind unterwegs, du solltest dich abtrocknen. Keine Zeit, ich muss zurück. Warte, ich hole schnell mein Kind und komme mit. Los. Sehr nett. Oh. Ist echt nett. Ich hätte so Angst, mich ein Blitz erschlägt. Schön hinten rein, weil es auf Komm, hilf mir, deine Mom hereinzubringen. Dad, kümmere dich um das Baby. Wir müssen sie aufwärmen. Schür das Feuer an, es ist kalt. Machst du es an, Junge? Oh je. Sprechen. Ich danke Ihnen und Ihrer Tochter für die Hilfe. Melanie ist die Frau meines Sohnes. Die Frau meines Dads? Nun ja. Oh. Das ist also meine Stiefmutter. Kann sie uns hören? Ich glaube schon. Wenn ich meinen Dad herhole, wachst du dann vielleicht auf? Die denkt sich so, hä? Mom? Wo ist Frank? Frank? Mein Dad. Wer? Spielt in the Blue Barn, wie jeden Donnerstag. An der Ausfahrt steht ein Neon-Leuchtreklame. Es sagt bloß, ich fahre da jetzt mit seinem Auto hin. Ja, genau. Oh Gott. Aber ist es Franks Schwester oder ist es Franks Frau?
Oh, das ist jetzt meine Tante. Habe ich das falsch verstanden? Und jetzt? Darf ich jetzt losfahren? Oder habe ich noch keine Schlüssel? Oder, ach, ich muss jetzt wahrscheinlich selber fahren, ne? Immer so ungewohnt, dass man dann auf einmal doch fahren muss. Ups. Bin ein gutes Kind. Bin ein gutes Kind. Das war die Frau von meinem Vater, ja, ne? Das ist alles so wie so im Dorf. Jeder kennt jeden, jeder hatte was mit jedem. Ich war noch nie mit einem Truck so gefahren, aber diese Nacht fand ich heraus, dass ich es konnte. Mit 6 Jahren. Meine Füßchen reichen doch nicht mal an den Boden. Und an die Pedalen. Wie soll das funktionieren? Ich kann ja nicht mal bremsen. Kann ja gar nicht gehen. Was soll ich denn da fahren? Da ist es jetzt wahrscheinlich. Hier. The Blue Barn. So, Dad. Ich komme. So ein kleines Würstchen aus dem Auto, ey. Dad! Wahrscheinlich ist er jetzt auch auf der Bühne und strippt wie meine Mutter von. Tut mir leid, Junge, ist alles voll. Danke für die ganzen Subs, lese ich nachher vor, ihr Süßis. Da ist er doch. In diesem Augenblick blieb die Zeit stehen. Ich sah meinen Dad zum ersten Mal. Kann doch auch voll gut Trompete spielen. Können wir zusammen spielen. Wo kommen die ganzen Menschen her? Wie bewegen die sich so gruselig? Wieso hat die Fnatten aus Mumins? Okay, ich muss da jetzt irgendwie rein. Attention to my dad. Sie müssen meiner Mom helfen, Sir. Du störst, Junge. Wo sind deine Eltern? Sie müssen mit mir kommen, ansonsten wird sie sterben. Soll ich den Jungen rauswerfen? Warte, Andy. Beruhige dich, Junge. Was ist los? Ich bin der Sohn von Louise Corner. Lu. Oh mein Gott. Und ihr Sohn, Sir. Vor allen Menschen. Um Gottes Willen. Kennst du diese Frau? Ist sie es? Bitte sag etwas zu ihr, Sir. Spielen Sie etwas, das Sie für sie geschrieben haben. Dad. Mom wachte auf und lebte noch ein paar Tage. Sie war erstaunlich ruhig. Oh. Dann ist sie von uns gegangen und wird hier beerdigt. Kam kein Krankenwagen. Es war der beste Monat meines Lebens, gleichzeitig aber auch ihr letzter. Wir waren uns so nah wie nie zuvor und ich glaube, sie hat diese Zeit auch geliebt. Ich werde immer größer. Mom hat sich wirklich bemüht und was wir durchgemacht haben, hat mich zu dem gemacht, was ich geworden bin. Heute ist der Jahrestag des Todes meiner Mom. Ich bin jetzt so alt wie sie, als sie damals starb. Sie wollte viele Dinge ändern, doch die Zeit lief ihr davon. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie direkt hinter mir steht und mir ins Ohr flüstert, vermassle es nicht, Mitch. No. Meine Mutter hatte mir eine Trompete geschenkt. Ich lernte, wie man sie spielt. Dabei haben mir garantiert meine Gene geholfen und auch mein Dad. Jetzt toure ich durch die Welt. Kürzlich trat ich mit einem polnischen Trompeter auf, Tomasz Stanko. Er ist ein Genie. Ich wäre gerne wie er. Er sagte mir, ich könnte der Beste sein, wenn ich das Koks aufgeben würde. Scheiße. Ich habe auch einen Sohn. Er ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Ich versuche, ihm alles Schöne im Leben zu zeigen und hoffe, dass mir nicht die Zeit davonläuft. Ich verstehe erst jetzt langsam, wie sich meine Mutter fühlte, als sie von ihrer Krankheit erfuhr.
Ich verstehe, wie viel sie verloren hatte. 42% kein Vertrauen. Meine Mom hat mich geliebt. Sie hat ihr Bestes für mich gegeben. Manchmal hat sie gewonnen, manchmal verloren. Aber eines hat sie auf jeden Fall geschafft. Sie schenkte mir den besten Monat meines Lebens. In the time of test. Family is the best. No, was für ein schönes Spiel. Aber wir haben ja gar nicht den Vater von uns getroffen. Wahrscheinlich mussten wir den storytechnisch gar nicht mehr treffen, weil wir ja schon von der Frau meines Vaters erfahren haben, warum er gegangen ist. Das war ja die große Frage. Aber eigentlich schade, dass wir ihren Vater, dass sie keine Aussprache mehr mit ihrem Vater hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass es trotzdem möglich ist, wenn man die Story anders spielt, andere Entscheidungen trifft, dass man den auch noch... Der Vater von ihr ist tot gewesen. Ach, der ist schon gestorben. Ach, stimmt, da war ja was, ja. Okay. Zurückspulen. Ihr Vater ist gestorben, deswegen. Okay, also kann man den nicht treffen. Aber wir haben ja erfahren, warum unser Vater gegangen ist. Ich habe mich nämlich gewundert, warum lässt er das Kind alleine mit dem Täter. Aber der Täter ist ja abgehauen, den haben wir versucht umzubringen, sind dann in den Knast gekommen, jetzt ist er tot. Aber es ist trotzdem irgendwie ein Happy End, weil man wusste ja schon, dass sie stirbt, aber trotzdem krasses Game. Ich sage euch immer deswegen, Leute, das Wichtigste im Leben ist Gesundheit und Familie. Enjoyt das. Wenn man sich mit sowas auseinandersetzt, dann weiß man eigentlich immer erst, was wirklich Probleme im Leben sind. Ist ein geiles Game, kann ich euch empfehlen. Gibt's auf Steam, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Empfehlt mir gerne weitere so tolle Games. Die waren sehr emotional. Ich musste gerade meine Tränchen zurückhalten. Aber ja, schreibt gerne eure Meinung zu dem Game in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Einen Daumen nach oben würde mich sehr freuen und ein Abo. Wir haben fast die 400.000 auf dem Zweitkanal. Das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Und kommt gerne auf www.twitch.tv/live vorbei. Da gibt es immer coole Livestreams.